Es trug sich im September des Jahres 1887 zu. Sherlock Holmes und ich hatten in Yorkshire das Mysterium um den plötzlichen Tod von Admiral Abernathy gelöst und kehrten nach London zurück. Wir blickten während der langen Reise durch die Nacht heimwärts fast stumm zurück und fuhren ermüdet und wortkarg durch die Londoner Straßen, die sich bereits früh mit Menschen füllten. In dem Moment, als wir in die Baker Street einbogen, erwachten unsere Lebensgeister plötzlich wieder. Wir begannen lebhaft zu plauschen, ein euphorischer Zustand, der sich immer dann einstellte, wenn wir uns wieder dem Haus Nummer 221b näherten. Mochte diese Hausnummer auch in der öffentlichen Meinung gewissermaßen symbolisch stehen für Mord, Erpressung und andere üble Schurkereien, für uns bedeutete es einfach das Zuhause. Oben begrüßte uns die gute alte Mrs. Hudson mit einem warmen Lächeln. Die Herren? Ja? Sie finden Ihre Korrespondenz auf dem Kamin, Sims. Es wäre im Übrigen empfehlenswert, mich künftig von Ihrer Rückkehr früher zu informieren. So hätte ich einen Gänsebraten vorbereiten können. Verehrte Mrs. Hudson, Gesetzesbrecher sind im Hinblick auf ihre Taten ebenso kaltblütig wie unberechenbar. Die Termine geraten bei ihrer Verfolgung schnell etwas durcheinander. Während sich Mrs. Hudson zurückzog, um unsere Reisetaschen auszupacken, setzte ich mich Holmes gegenüber, um ihm beim Sichten der Post behilflich zu sein. Ein Brief erweckte dabei mein besonderes Interesse. Holmes, das sind die Druckfahnen des Strand Magazine. Sie bringen meinen Bericht über das Abenteuer der Rotschopflieger. Ich hielt ihm die Zeitschrift hin, aber er machte keine Anstalten, einen Blick darauf zu werfen. Interessiert es Sie nicht, ihn zu lesen? Aber sicher. Ich kann es kaum erwarten. Es dürfte Ihnen mittlerweile nicht entgangen sein, was ich von Ihrem peinlichen Hobby halte, meine Arbeit in ein so romantisches Licht zu bringen. Sie bauschen meine einfachen logischen Kombinationen zu schaurig schönen, schillernden Schaumschlägereien auf. Diesen Vorwurf muss ich entschieden von mir weisen. Sie haben meine Körpergröße mit 1,93 angegeben und mich somit um gute 8 Zentimeter größer gemacht. Das ist für mich dichterische Freiheit. Sie haben mir damit eine höchst sonderbare Art der Kostümierung angedichtet, die ich nun in aller Öffentlichkeit beizubehalten gezwungen bin. Das können Sie mir nicht ankreiden, Holmes. Dafür sind die Grafiker, die meine Schilderungen mit Bildern versehen, verantwortlich. Sie haben mir das Profil eines begnadeten Violinisten angedichtet. Hier sehen Sie das Resultat. Eine Einladung vom Philharmonischen Orchester der Stadt Liverpool. Ich soll als Solist in einem Mendelssohn-Konzert auftreten. Dabei bin ich nicht einmal in der Lage, in einer zweitrangigen Music Hall die Triangel zu spielen. Ihre Bescheidenheit in allen Ehren. Sie haben bei Ihren Lesern den irreversiblen Eindruck erweckt, ich sei ein Weiberfeind. Tatsächlich habe ich aber nichts gegen Frauen. Ich traue ihnen bloß nicht über den Weg. Jedes kleine Lächeln erscheint mir schon wie eine Prise Arsen. Und genau diese kleinen Einblicke lieben meine Leser. Sie sind sogar so weit gegangen, mich als hoffnungslos Rauschgiftsüchtigen zu bezeichnen. Und dies nur, weil ich mir hier und da eine 5%ige Kokainlösung gönne. 7%ig, Holmes. 5%ig. Sie haben die Lösung jahrelang hinter meinem Rücken gestreckt. Holmes, als Ihr Arzt und Freund muss ich Ihren Drogenkonsum entschieden verurteilen. Lieber Arzt und Freund, zu Rauschgiften greife ich nur aus purer Niedergeschlagenheit, wenn mich die Monotonie bis ins Mark hinein quält. Wenn es mir nicht vergönnt ist, mich interessanten Fällen zu widmen. Man gebe mir Rätsel auf, Watson, man böte mir die Gelegenheit zur Betriebsamkeit und Sie werden vergebens eine Spritze in meiner Hand suchen. Der herkömmliche Süchtige flieht in den Rausch, um sich auf diese Weise eine Ausrede zu schaffen dafür, dass er unaktiv ist. Ich aber greife bisweilen zur Spritze, um der frustrierenden Last der Eintönigkeit zu entfliehen. Zu meinem großen Bedauern lässt es sich nicht länger verleugnen, dass die Zeit der großen Verbrechen endgültig vergangen ist. Und was meine bescheidenen Fähigkeiten angeht, so reichen sie wohl mittlerweile nur noch dazu, um verlorene Gartenzwerge aufzuspüren. Gartenzwerge? Und zwar gleich 6 Stück. Sie nennen sich die purzelnden Piccolos, eine Artistengruppe aus einem Zirkus. Auf dem Weg von London nach Bristol sind sie spurlos verschwunden. Das hört sich äußerst spannend an. Ich stimme Ihnen zu, Watson. Denn sie sind nicht nur Zwerge, sondern auch Anarchisten. Anarchisten? Vermutlich hat man sie schon nach Wien geschmuggelt. Sie sollen als Mädchen verkleidet den russischen Zaren bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof mit Blumensträußen empfangen, in denen sich Sprengkörper verbergen. Holmes! Wir dürfen keine Zeit vergeuden und müssen auf der Stelle die Behörden verständigen. Keineswegs. Der Zirkusdirektor bietet mir 5 Pfund für Ihre Wiederbeschaffung.
das ist pro Zwerg nicht mal ein Pfund. Und sagt mir, dass dieser Zirkusdirektor ein mieser Geizkragen ist. Und dann sind ihm die kleinen Kerlchen sicher entflohen, um sich von einem anderen Varieté-Unternehmen vertraglich verpflichten zu lassen. Verzeihen Sie. Aber Sie können mir aufs Wort glauben, dass es Verbrechen im wirklich großen Stil heute nicht mehr gibt. Der Schicht der Kriminellen gebricht es in unseren Tagen ganz einfach an Unternehmungsgeist und Originalität. Bestenfalls kann man noch mit irgendwelchen äußerst windigen Gaunereien rechnen, deren Aufklärung selbst für Beamte von Scotland Yard kein weltbewegendes Problem darstellt. Holmes war an seinen Schreibtisch getreten, auf dem sich das gewohnte Durcheinander von Zeitungen, Büchern, Dokumenten, Zetteln und sonstigen Schriftstücken türmte. Mrs. Hudson? Die Gerufene eilte aus dem Schlafzimmer herbei, eines von Holmes' schmutzigen Hemden in Händen. Mrs. Hudson, es fehlt etwas auf meinem Schreibtisch. Was soll denn da fehlen? Etwas von höchster Bedeutsamkeit. Staub. Mrs. Hudson, wann werden Sie es endlich begreifen? Staub ist ein unentbehrlicher Bestandteil meiner Unterlagen. Anhand der Beschaffenheit der Staubschicht ist es mir möglich, jedes Dokument blindlings seinem jeweiligen Datum zuzuordnen. An einigen Stellen war der Staub so dick, das geht doch nicht. Das würde etwa dem März 1883 entsprechen. Die Streitgespräche zwischen ihm und der guten alten Mrs. Hudson setzten sich noch am selben Abend fort. Nach dem Abendessen zog ich mich daher, in der Hoffnung, etwas Ruhe zu finden, in meinen Korbstuhl zurück, um mit der Aufzeichnung unseres letzten Abenteuers zu beginnen. Und Holmes begann, sehr zu meinem Unwillen, seine abscheulich stinkende Konstruktion, bestehend aus einem mit Gummischläuchen versehenem Gestell, an dem Zigaretten, Zigarren und Pfeifen angeschlossen werden konnten, in Betrieb zu setzen. In Kraft eines Fußhebels betätigte er den Blasebalg unseres Kamins, und nach wenigen Minuten ähnelte das Zimmer einem verqualmten Eisenbahntunnel. Holmes legte seinen bekannten Ehrgeiz an den Tag, bediente sowohl das Pedal und sammelte auch Proben der verschiedenen Aschesorten auf gläsernen Objektträgern, die er später einer mikroskopischen Untersuchung unterziehen wollte, wie verkündet. Ich versuchte angestrengt, die Umrisse des Papiers vor mir auf dem Tisch wenigstens zu erahnen, als sich Mrs. Hudson hustend bemühte, sich mit dem Tablett in der Hand vorsichtig in die Richtung der Stelle des Zimmers zu bewegen, wo sie zuletzt der Tür ansichtig geworden war. Wie ist es Ihnen nur möglich, das auszuhalten? Lassen Sie mich doch wenigstens kurz das Zimmer lüften. Psst, Mrs. Hudson. Mr. Holmes ist gerade mit einer bedeutsamen Studie über Tabakasche befasst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass daran ein öffentliches Interesse besteht. Für unsere Arbeit ist es gelegentlich von geradezu lebenswichtiger Tragweite, etwa zwischen den Ascheresten einer hiesigen Zigarette und einer ausländischen Zigarre zweifelsfrei unterscheiden zu können. Bisher hat Mr. Holmes schon über 200 verschiedene Aschesorten gesammelt und archiviert. Mit Ausnahme der Aschereste, die auf meinen Teppich fallen und dort Löcher hineinbrennen. Sie erreichte endlich, nachdem sie einige Stolperschritte abgefangen hatte, nach Luft ringend die Tür und verschwand eilig. Gleichzeitig bemerkte ich, dass sich Holmes mir aus den nebulösen Schwaden heraus näherte. Auf irgendeine Weise hat sie recht, Watson. Ich ersticke wirklich. Das liegt allerdings nicht an dem Luftmangel. Ich hasse es, nicht aktiv zu sein, nicht gefordert zu werden. Dieses stundenlange Herumsitzen, das Starren in die Rauchschwaden und in das Mikroskop, das sind doch keine Aufgaben für mich. Bisweilen bewundere ich Ihre Geisteshaltung, mein lieber Watson. Holmes, jetzt bitte ich Sie aber. Doch, doch. In Ihnen ist so viel Ausgeglichenheit, prosaische Unerschütterlichkeit. Mein Geist hingegen lehnt sich leider gegen diese Art der Gelassenheit auf. Er gleicht einer rasenden Dampflok, die Gefahr läuft, in kleinste Einzelteile zu explodieren, weil sich die aufgestaute Energie nicht in entsprechende Aktivitäten umwandeln kann. Als erforderliches Ventil. Holmes hatte mittlerweile seinen Violinkasten geöffnet. Er klemmte die Violine unter das Kinn und begann zu spielen. In meinen Berichten habe ich bisher mehrmals erwähnt, Sherlock Holmes habe seine Geige von einem Pfandleiher in der Tottenham Court Road für einen Betrag von 55 Schilling erworben. Kennern, denen der Wert einer echten Stradivari bekannt ist, muss diese Behauptung immer zweifelhaft erschienen sein.
Jedoch war es bisher unmöglich, den wahren Verlauf jener Ereignisse, die mit dem Kauf dieses kostbaren Instruments in Zusammenhang standen, zu schildern, ohne das Ansehen einer der berühmtesten Frauen ihrer Zeit fahrlässig aufs Spiel zu setzen. Und welche Rückschlüsse sich gegebenenfalls auf Holmes und meinen Charakter ergeben hätten, wird aus den folgenden Schilderungen zu ersehen sein. Alles begann an einem Junimorgen des Jahres 1885. Unser Frühstückstisch war noch nicht abgeräumt und der aromatische Duft von Kaffee und gebratenem Speck hing in der Luft. Mit einem Morgenmantel bekleidet schritt ich in unserem Wohnzimmer auf und ab, in der Hand einen Brief aus blauem Büttenpapier und zwei Theaterkarten, die diesem beigelegt worden waren. Nun seien Sie doch nicht so eigensinnig, Holmes. Es handelt sich schließlich um den letzten Auftritt des kaiserlich-russischen Balletts. Sträuben Sie sich doch nicht gegen einen Besuch, wenn uns schon jemand zwei Freikarten schickt. Das ist es doch. Können Sie mir einen vernünftigen Grund nennen, warum uns jemand Freikarten schickt? Und dies auch noch anonym? Vielleicht bedarf er Ihres Beistands. Hier steht, Sie sind der einzige Mann auf der Welt, der mir helfen kann. Darum sehe ich dahinter ein Komplott. Und Sie vermuten eine Falle? Jemand will mich umbringen. Umbringen? Genau. Indem ich mich zu Tode langweile. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass ich das Ballett schlechthin verabscheue. Aber in diesem Fall handelt es sich um Schwanensee. Tschaikowski gewissermaßen in höchster Vollendung. Um die Musik geht es mir gar nicht. Ich bekomme nur stets einen Brechreiz, wenn ich mir diese muskulösen Nymphchen ansehen muss, die von gärtenschlanken Jünglingen in schamlos engen Hosen über die Bühne gehetzt werden. Aber ich muss es über mich ergehen lassen, dass Sie mich ständig in diese anödenden Violinkonzerte zerren. Warum gehen Sie nicht einfach ohne mich, mein lieber Watson? Und die zweite Karte soll einfach verfallen? Ein Geräusch an der Wohnzimmertür enthob ihn einer Antwort, worüber er erfreut schien. Mrs. Hudson trat mit einem Brief in der Hand ein. Dies wurde soeben für Mr. Holmes abgegeben. Mrs. Hudson, haben Sie Lust, heute Abend ins Theater zu gehen? Ins Ballett? Ins Ballett, Sir? Dr. Watson wird Sie begleiten. Ich war noch nie in einem Ballett, Sir. Nun, dann werden Sie das Vergnügen haben, Ihre erste Ballettaufführung in Gegenwart eines versierten Experten zu erleben, der Ihnen nur allzu bereitwillig sämtliche Feinheiten erklären wird. Das ist doch... Was soll ich bloß anziehen? Vor meinem geistigen Auge versuchte ich sie mir anders als in ihrem grauen Hauskleid mit vorgebundener Schürze vorzustellen. Doch das Bild wollte einfach keine Gestalt annehmen. Holen Sie meinen Frack aus der Mottenkiste, Mrs. Hudson. Ihren Frack? Aber wie sehe ich denn darin aus? Sie sollen nicht darin aussehen. Ich habe den Plan geändert. Bitte seien Sie nicht allzu enttäuscht, aber ich werde Dr. Watson begleiten. Ich blickte zu ihm hinüber und bemerkte, dass er noch immer den inzwischen durchnässten Eilbrief in der Hand hielt. Was ist passiert, Holmes? Sehen Sie selbst. Ich nahm ihm den Brief aus der Hand, der lediglich einen Satz enthielt, unverkennbar in der Handschrift, von der auch der erste Brief stammte. Lassen Sie sich bitte nicht durch Mrs. Hudson vertreten. Ich war von jenem Abend berauscht, was man von Holmes weniger behaupten konnte. Von unserer Loge aus hatten wir einen grandiosen Blick auf die berühmteste Bühne Europas. Um uns herum funkelten im Halbdunkel die Preziosen der Damen und mein Herz schlug aufgeregt vor Freude, so viele aparte Schönheiten um mich herum zu haben. Aber keine dieser Damen war in der Lage, sich mit jener zu messen, die vor uns auf der Bühne tanzte. Das zarte Federkleid, das sie trug, unterstrich perfekt ihre hinreißende Gestalt. Das von dichtem schwarzem Haar umrahmte, slawisch geschnittene Gesicht spiegelte anrührend das Herzeleid von Odette wider, der Schwanenprinzessin, die ein Fluch in der Gestalt eines Vogels gefangen hält. Die Petrova, mit ihrer atemberaubenden Vollkommenheit und leichtfüßigen Grazie. Diese Frau ist wirklich eine atemberaubende Schönheit, Holmes. Was murmeln Sie da? Die Petrova, schauen Sie. Man munkelt, 12 Männer kamen ihretwegen zu Tode. So, so. 6 wählten den Freitod, 4 fielen in einem Duell und einer stürzte sogar von der Balkonbrüstung im Wiener Opernhaus. Das macht nach Adam Riese aber nur 11. Der Herabstürzende fiel auf den zweiten Flötisten. In diesem Moment erklang hinter uns ein Geräusch und wir drehten uns um. Ein Herr betrat die Loge, Mitte 50, von auffallend gepflegtem Äußeren
das Haar mit Silberfäden durchzogen und einem sorgsam gestutzten Bärtchen. Mr. Holmes? Ich bin Holmes. Nikolai Rogoschin, Generaldirektor von Kaiserlich-Russisches Ballett. Er freut sich, haben angenommen, Einladung. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Darf ich vorstellen, das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Erfreut, kennenzulernen. Gefällt Ihnen? Es gefällt uns sogar außerordentlich gut. Auf ein Wort, Mr. Holmes. Wie ist Gesundheit? Also, da müssen Sie schon meinen Hausarzt fragen. Er befindet sich in allerbester Verfassung. Kein Wahnsinn in der Familie? Zucker, Asthma? Wäre es indiskret, wissen zu wollen, was Sie mit den Fragen bezwecken? Nein, Madame Petrova hat Probleme. Hätten Sie die außerordentliche Güte, das etwas präziser zu formulieren? Nein. Ein Techtelmechtel mit einem gekrönten Haupt? Kompromittierende Briefe? Sehr delikat, sehr viel delikat. Nach Vorstellung, es gibt kleine Feier auf Bühne. Madame erbietet Ihre Anwesenheit. Mit größtem Vergnügen. Sie auch eingeladen. Nach diesen Worten verschwand er. Nur ein Hauch seines sonderbaren Parfums blieb zurück. Ich sah in dem Blick meines Freundes Interesse. Das war aber ein sonderbarer Zeitgenosse, Holmes. Und all diese Fragen. Die Angelegenheit wird immer mysteriöser. Holmes griff nach meinem Opernglas und betrachtete die Petrova, die soeben heftige Ovationen entgegennahm. Nach der Vorstellung strebten wir erwartungsvoll hinunter auf die Bühne. Fast schien es, als sollte die Aufführung dort eine Fortsetzung finden. Das Scheinwerferlicht brach sich glitzernd auf Wodka- und Champagnerflaschen, die Stars der kommenden Ereignisse. Tänzer und Tänzerinnen noch im Kostüm, Besucher in Abendgarderobe und Bühnenarbeiter trafen sich zu einem zwanglosen Stelldichein. Die Atmosphäre war geprägt von der euphorischen Stimmung nach einer gelungenen Darstellung. Rogoschin kam uns entgegengeeilt und winkte mit einer Handbewegung einen Kellner herbei. Mr. Holmes, Madame, Sie schon erwartet in Garderobe. Inzwischen Zeit, Sie können sich amüsieren, Dr. Watson. Alles da. Wodka, Kaviar, Girls. Oh nein, danke. Keine Girls? Keinen Kaviar. Der Russe klatschte kurz in die Hände und sofort war ich von schönen jungen Frauen umringt. Spricht eine der Damen Englisch? Das Njet kam direkt und einstimmig. In dem Fall brauche ich mir die Äußerung nicht zu verkneifen, dass ihr alle zum Anbeißen ausseht. Und genau das seid, was mir der Onkel Doktor als Betthupferl verordnet hat. Die jungen Damen schienen den Sinn meiner Worte durch meinen Gesichtsausdruck zu erraten, kicherten kokett und zogen mich in eine andere Ecke der Bühne. Aus dem Augenwinkel konnte ich feststellen, dass Rogoschin meinen Freund in Richtung der Garderoben führte. Es folgt nun ein buchstäblich peinlicher Abschnitt in meinen Aufzeichnungen, dessen beschämende Einzelheiten mir von Sherlock Holmes mitgeteilt wurden. Er berichtete mir später, was sich in der Garderobe ereignet hatte, während ich mich zu meiner Schande mit den jungen Damen vergnügte. Zu meinen Lebzeiten habe ich, wie schon gestanden, diese Ereignisse still in meinem Herzen begraben. Aber ich fühle mich als Biograf und Historiker verpflichtet, der Nachwelt auch dieses Ereignis aus unserem gemeinsamen Leben zu schildern, das unsere Freundschaft auf eine harte Probe stellte. Nachdem Watson von einer Meute alberner Tänzerinnen, deren anatomische Vorzüge nicht zu verleugnen waren, mit Beschlag belegt worden war, ließ ich mich von dem scheußlich riechenden Rogoschin ins Schlepptau nehmen. Mr. Holmes, muss vorbereiten Sie. Dies nicht gewöhnliches Fall. Keine Sorge, das Ungewöhnliche interessiert mich. Wundervoll! Wir erreichten eine Tür, an der ein Schild mit dem Namen Madame Petrova befestigt war. Eine Dienerin ließ uns ein und verschwand dann ohne Aufsehen. Doch nicht eilig genug, um mir nicht die Gelegenheit zu gewähren, in ihren Augen das Aufblitzen eines schelmischen Lächelns zu bemerken, dem ich allerdings zu diesem Zeitpunkt keinerlei Bedeutung beimaß. Die Garderobe der Prima Ballerina war in sanftes Licht getaucht. Zarte Vorhänge mit Volants, kostbare Spiegel und unzählige Blumengebinde bildeten die Kulisse für die russische Künstlerin, die in ihrem Schwanenkostüm auf einem Hocker saß. Mein Begleiter wechselte einige Worte mit ihr, die ich jedoch nicht deuten konnte, da ich des Russischen nicht mächtig bin. Madame sprach kein Wort Englisch. Dafür aber schenkte sie mir ein Lächeln, das wirklich keiner Worte bedurfte. Den Rest übersetzte Rogoschin. Madame, Sie findet kleiner als gehofft.
Ich bedauere, Sie zu enttäuschen. Madame, mein Groß und Klein unwichtig. Wichtig ist Gehirn. Diese Bemerkung nötigte mir Respekt ab und ich begann, die Petrova mit anderen Augen zu sehen. Madame, gewaltige Verehrerin von Ihnen. Alle Bücher von Sie gelesen. Größte Bewunderung für Der dicke Hund von Baskerville. Graziös stand die Petrova auf und trat hinter einen Paravent. Nicht ohne mir vorher einen Blick geschenkt zu haben, der mich an die 12 Todesopfer erinnerte, von denen Watson berichtet hatte. Diese Erinnerung wurde noch genährt durch die offene Art, in der sie ihre Dessous auf den oberen Rand der spanischen Wand ablegte. Ein sicheres Zeichen, dass sich Madame umzog. Sie fiedeln gern, Mr. Holmes. Irritiert sah ich ihn an, als ich bemerkte, dass er einen Geigenkasten in der Hand hielt. Was halten Sie davon? Er holte eine Violine hervor, deren Anblick mir den Atem raubte. Durch eines der Schalllöcher warf ich einen Blick auf die Inschrift Antonius Stradivarius Cremonensis, faziebat anno 1709. Das ist eine echte Stradivarius der besten Epoche des Meisters. Die Stimme der Petrova erklang hinter dem Paravent. Madame sagt, Fidel gehört Ihnen. Mir? Für noch zu leistendes Gegendienst. Ich habe feste Honorare. Davon weiche ich nur in bestimmten Fällen ab. Ich ahne jedoch, dass dieser Fall eine gewisse Ausnahme rechtfertigt. Madame trat auch endlich hinter der spanischen Wand hervor. Unter ihrem kostbaren Seidenhausmantel war sie offenbar nackt. Sie schenkte mir ein aufreizendes Lächeln und ließ sich in einen Sessel gleiten. Rogojin goss 3 Gläser mit einer hellroten Flüssigkeit voll. Mr. Holmes, Sie hatten Ehre, Abschiedsvorstellung von Madame zu sehen. Sie zieht sich von Bühne zurück. Wie bedauerlich, rief ich ehrlichen Herzens und erfuhr, dass die Petrova seit ihrem 3. Lebensjahr tanzte. Das raunte mir Rogojin zu und sagte noch, dass Madame beschlossen habe, ihr Kind großzuziehen. Erfuhr aber sogleich, dass es ein Problem wäre, den Vater aufzutreiben. Und zwar einen Vater, mit dem dieses Kind erst zu zeugen sei. Ich verstehe, die Angelegenheit befindet sich sozusagen noch im Anfangsstadium. Auch das trifft Kern vom Problem. Madame wünscht, hochbegabtes und bildschönes Kind zu bekommen. Madame selber bildschön. Wir nun brauchen hochbegabten Mann. Es lag auf der Hand, was folgen würde. Die Petrova verstand zwar kein Wort der Unterhaltung, aber sie schien zu ahnen, dass wir nun zum Kern des Problems vorgedrungen waren. Ihre ausdrucksvollen Augen musterten mich intensiv und sie trank dann in einem Zug den Wodka. Rogojin leerte ebenfalls ein Glas. Auch ich nahm einen Schluck, was ich augenblicklich bereute. Unvermittelt hatte ich das Gefühl, unter die Feuerschlucker gegangen zu sein. Meine Zunge schien in Flammen zu stehen und in meine Augen schossen Tränen. Was um Himmels Willen ist das? Roter Pfeffer. Madame wünscht zu wissen, wann Sie bereit sind. Bereit? Für Reise nach Venedig. Alles schon organisiert. Eine Woche mit Madame. So sehr es mir auch schmeichelt, aber es kommen doch sicher auch noch geeignetere Herren in Betracht. Sie sollen ganze Wahrheit wissen. Sie sind nicht erster Auserwählter. Wir bereits hatten unseren russischen Schriftsteller Leo Nikolajewitsch Tolstoi in Betracht gezogen. Ein Genie. Fast schon ein 60er, also zu alt. Nächstes Kandidat war Philosoph Nietzsche, doch zu deutsch. Dann dachten wir an Piotr Iljitsch Tschaikowski. Leider Katastrophe. Getrübtes Verhältnis zu weiblichem Geschlecht. Frauen nicht sein Wodka, verstehen Sie? Das ist wirklich peinlich. Madame sehr glücklich, endlich Auserwählten gefunden. Madame sollte nicht übereilt reagieren. Sie sollte sich bewusst machen, dass ich Engländer bin. Und Sie werden wissen, was uns Engländern nachgesagt wird. Wir stehen als Liebhaber nur schwer unseren Mann. Außerdem kann man uns nicht gerade als romantisch bezeichnen. Das ist unübertrefflich. Wir können nicht brauchen sentimentalen Idioten, der sich verliebt. Eine Woche Venedig. Sie kehren zurück mit Stradivari nach London, Madame mit Baby in ihre Heimat. Madame entging es nicht, dass Rogojin alle Karten auf den Tisch gelegt hatte. Sie nickte freudig und rief dazu etwas in russischer Sprache. Alexei, wenn Junge, Svetlana, wenn Mädchen. Svetlana Holmes. Mr. Rogojin, der Augenblick ist gekommen, Ihnen die volle Wahrheit zu sagen. In meiner Familie ist die gefährliche Bluterkrankheit erblich.
Rogojin übersetzte meine Worte. Madames Antwort schien ihn jedoch zu beruhigen. Madame meint, keine Sorge, sie wird nicht kratzen. Sehr erfreulich, aber... Ein neuer Wortschwall der Petrova ergoss sich und ich bemerkte, dass Madame ungehalten zu werden begann. Madame findet genug geredet. Sie finden sie attraktiv, oder nicht? Ich konnte hierauf eine Antwort schuldig bleiben, denn es klopfte an die Tür. Sie öffnete sich und das rote, weinselige Gesicht des guten Watson tauchte auf. Mein Freund grinste albern und blickte mit glasigen Augen umher. Sein Haar war in Unordnung geraten, hinter seinem linken Ohr steckte eine Blume. Entschuldigung, was heißt Prokasnik? Kleines Schlingel. Danke. Für eine Geistesleuchte habe ich ihn nie gehalten. Mitunter gab er mir aber gerade durch seine Art entscheidende Eingebungen. So auch jetzt. Ob ich Madame für attraktiv halte? Ich legte eine bedeutsame Pause ein. Sie ist eine sehr faszinierende Erscheinung. Als Frau. Dann also kein Problem. Gewissermaßen doch. Ich bemühte mich, möglichst geziert zu wirken. Sie müssen wissen, ich bin nicht ungebunden. Sieh doch, Junggeselle! Ein Junggeselle, der seit 5 Jahren mit einem anderen Junggesellen zusammenlebt. Es waren sehr glückliche Jahre. Was Sie wollen sagen damit? Ich hielt kurz die Luft an, in dem Bestreben, dadurch den Eindruck des Errötens zu erzielen. Eine Laune der Mutter Natur bewirkt, dass Tschaikowski kein Einzelfall ist. Wollen sagen Sie mit Dr. Watson? Es ist nicht länger zu leugnen. Madame schien den Inhalt unserer Konversation zu begreifen. Sie ließ einen Wortschwall vom Stapel und warf ihr Wodka-Glas wütend gegen die Wand. Madame, der Verlust ist völlig auf meiner Seite. Ich ziehe es jedoch vor, Ihnen diese Enttäuschung nicht erst in einer Gondel auf dem Canal Grande zuteilwerden zu lassen. Ich verbeugte mich, drückte galant meine Lippen auf ihren Handrücken und verließ gemessenen Schrittes die Garderobe. Soweit Holmes' persönlicher Bericht, den ich nur aus bedingungsloser Ehrerbietung vor der historischen Wahrheit, nicht der vernichtenden Glut der Flammen übereigne. Was aber war geschehen, während sich Holmes gegen das Ansinnen der russischen Ballerina zur Wehr setzte? Meine reizenden Begleiterinnen hatten mich in eine Ecke der Bühne gebracht und dort reichlich mit Champagner und Wodka versorgt. Meine Sinne waren schnell benebelt und ich tanzte zur Musik und rhythmischem Klatschen abwechselnd mit jeder der jungen Damen. Eine von ihnen schwang ich dabei sogar in die Höhe und erntete temperamentvollen Beifall, bis zu jenem Augenblick, wo ich stolperte und mit meiner Partnerin zu Boden stürzte. Watson! Was ist los? Wir gehen heim. Heim? Sie irren gewaltig! Nicht im Traum denke ich daran! Dabei warf ich ihm ein kokettes, verwegenes Gusshändchen zu. Und mir bricht fast das Herz, wenn ich hier und heute jenes Abschiedswort erwähne, das ich meinem guten Freund in dieser Umgebung zurief. Tudelu! Ich registrierte noch, wie Holmes durch eine Tür verschwand. Dann zog mich der ausgelassene Tanz wieder vollends in seinen Bann. Trotzdem gewahrte ich plötzlich Rogoschin, der mich vom Rande der Bühne her mit einem Gesichtsausdruck beobachtete, der mich schaudern ließ. Er unterhielt sich dabei mit den Umstehenden und ich spürte, wie sich deren neugierige Blicke auf mich richteten. Die Musik wurde immer feuriger und ich fühlte mich wie in einem Rausch. Immer schneller wechselten meine Tänzerinnen. Doch plötzlich hielt ich zu meinem grenzenlosen Erstaunen 2 lächelnde Jünglinge mit goldblonden Locken im Arm. Dies hielt ich jedoch für den höchsten Tribut, den man meiner Ausdauer und tänzerischer Leistung zu zollen meinte. Nun wuchs ich förmlich über mich hinaus und wirbelte mit ständig wechselnden männlichen Partnern über die Bühne, bis ich wieder hinüber zu Rogoschin sah, der mit den jungen Damen am Buffet stand. Sie machten keinerlei Anstalten, wieder mit mir zu tanzen, musterten mich mit eisigen Blicken. Ich riss mich von meinen Tanzpartnern los und steuerte das Buffet an. Was ist los? Sind die jungen Damen schon müde? Rogoschin zog ironisch eine Augenbraue hoch. Sie haben nicht lieber, wie jetzt ist? Wie was ist? Sie brauchen nicht zu schauspielern. Mr. Holmes hat alles aufgeklärt. Ich verstehe nicht. Alles über Sie und ihn. Mir verschlug es die Sprache. Schon gut, mein Freund, nicht nötig zu schämen. Wir keine Spießer. Vielleicht nicht üblich bei Ärzten und Detektiven, aber bei Ballett. Üblich? Rogoschin deutete zur Bühne, auf der die Jünglinge begeistert miteinander tanzten.
Laune von Mutter Natur. Aber alle so glücklich. Pavel und Mischa, Boris und Dimitri, Ilja und Sergej. Ich schwankte wie vom Blitz getroffen. Einen Moment lang bangte ich um meinen Verstand. Plötzlich begriff ich. Rogoschins boshafter Gesichtsausdruck, die eiskalten Blicke meiner schönen Tanzpartnerinnen, das süße Lächeln der tanzenden Jünglinge. Ich stürzte wie vom Leibhaftigen gejagt aus dem Theater und in eine Droschke, deren Kutscher ich zu allerhöchster Eile anmahnte. Trotz der bemerkenswerten Menge Alkoholiker, die ich zu mir genommen hatte, nahm ich in der Baker Street 221b je zwei Stufen auf einmal, mit Ausnahme der 17. Stufe. Fassungslos stürmte ich ins Wohnzimmer. Aus Holmes Lehnsessel stieg Tabakqualm auf. Zorn wallte in mir hoch, den ich nicht länger bezähmen konnte. Holmes! Das ist die abscheulichste Niederträchtigkeit Ihres Lebens! Ich verlange eine sofortige Erklärung! Er gönnte mir nicht einmal eine Antwort. Meine Wut und Enttäuschung stiegen noch mehr und ich schleuderte mit aller Kraft mein Opernglas in die Richtung meines Freundes. Es traf die Lehne des Sessels. Dann war ein klapperndes Geräusch zu vernehmen und Holmes Pfeife fiel seitlich zu Boden und verstreute glühende Asche auf dem Teppich. Holmes, sind Sie verletzt? Mein lieber Watson, ich bin unversehrt. Hörte ich hinter mir seine ironische Stimme und fuhr herum. Da stand er, in einer Ecke des Zimmers und bediente lächelnd das Pedal der Rauchmaschine, die seine Pfeife im Ohrensessel in Brand gehalten hatte. Endlich begriff ich, dass ich auf ein Täuschungsmanöver hereingefallen war. Konnten Sie nur! Was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Mein lieber Watson, ich kann Ihre Entschuldigung nur erhoffen. Ich befürchte, vergessen werden Sie wohl nie, aber eventuell verzeihen? Ich handelte aus Zwang, denn ich wurde von einer Wahnsinnigen bedrängt und mir fiel kein anderer Ausweg ein, ihr zu entgehen, ohne ihre Gefühle zu verletzen. Und meine Gefühle? Was ist damit? Von meinem untadeligen Ruf ganz zu schweigen. Wissen Sie eigentlich, welchen Vertrauensbruch Sie begangen haben und welche Folgen das nach sich ziehen kann? Solche Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Ich bin gesellschaftlich ruiniert. Ja, papperlapapp. Was soll ich nur tun? Für den Anfang schlage ich vor, dass Sie erst einmal das Gemüse hinter Ihrem Ohr entfernen. Ich schleuderte Holmes empört die Blume vor die Füße. Jetzt machen Sie sich zu allem Überfluss auch noch lustig über mich. Aber vielleicht darf ich Sie daran erinnern, dass wir im selben Boot sitzen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir den Gerüchten entgegenwirken. Selbstverständlich dürfen wir keinen Tag länger unter einem Dach leben. Unsere Wege müssen sich auf der Stelle trennen. Und uns dafür heimlich treffen. Ich schlage für solche Treffen stille Ecken im Hyde Park oder Bedürfnisanstalten der Vorortbahnhöfe vor. Blödsinn! Schließlich haben wir nichts zu verbergen. Wie ich sehe, kommen Sie zur Vernunft. Und seien Sie unbesorgt. Niemand wird Sie wegen dieser Angelegenheit in Misskredit bringen. Sie sind nicht nur um Ihren Ruf beim zarten Geschlecht zu beneiden. Ihre gedruckten Prahlereien haben auch dazu geführt, Ihre dahingehenden Erfolge bekannt zu machen. Ich muss gestehen, dass Damen dreier Kontinente allemal bereit wären, für mich zu bürgen. Und ich gehe davon aus, dass auch Sie in der Lage wären, zweifelsfreie Beweise zu Ihren Gunsten vorzubringen. Gute Nacht, mein lieber Watson. So warten Sie doch, Holmes. Könnten Sie solche Beweise liefern oder nicht? Es ist sicher nicht meine Art, in das Privatleben meiner Mitmenschen zu dringen. Aber die Begebenheit fordert eine Ausnahme von der Regel. Wir haben schließlich die Möglichkeit, allen mutig ins Auge zu blicken und eines Tages gerichtlich gegen die vorzugehen, die unseren Ruf und Namen in den Schmutz ziehen. Verzeihen Sie mir daher meine Frage. Hat es in Ihrem Leben Frauen gegeben, Holmes? Ja oder nein? Sie können beruhigt sein. Die Antwort lautet ja. Und Ihre Anmaßung will ich Ihnen dieses Mal noch verzeihen. Nach diesen Worten schob er mich sanft zur Seite und verschwand in seinem Schlafgemach. Wieder einmal versank ich in tiefe Gedanken und rätselte über das Phänomen Sherlock Holmes. Am nächsten Tag beim Frühstück umgingen wir es, über die Vorgänge der letzten Nacht zu sprechen. Holmes köpfte gerade sein Ei, als es an der Tür klopfte. Wer in aller Welt stört uns so früh? Es ist Mr. Rogojin, der Generaldirektor des Kaiserlich-Russischen Balletts. Er trägt in der rechten Hand einen Geigenkasten und in der linken einen Blumenstrauß. Woher wollen Sie das wieder wissen? Elementar, mein lieber Watson. Er hat die Türe geöffnet und steht direkt hinter Ihnen. Ach. Sie gingen so schnell davon, Mr. Holmes, dass Sie Madame Petrovas Geschenk vergaßen. Er legte den Violinenkasten auf den Tisch. Ich habe es nicht vergessen, sondern bewusst nicht mitgenommen, weil ich es nicht verdient habe. Tschaikowski auch versagt.
Madame hat trotzdem großen Flügel geschenkt. Nehmen Sie es an. Sie sehen mich beeindruckt. Ich bitte um Übermittlung meines ergebensten Dankes an... Madame leider nicht mehr erreichbar. Schon unterwegs nach Venedig, trifft dort berühmtes französisches Bildermaler. Kennengelernt voriges Jahr in Paris im Moulin Rouge. Hoffe nur, Kind wird normale Größe haben. Während Holmes verzückt die Stradivari in Augenschein nahm, beschäftigte sich mein schmerzender Kopf kurz mit dem von mir tief verehrten Toulouse-Lautrec, der nun jene Aufgaben zu erfüllen hatte, die mein Freund so charakterfest abgelehnt hatte. Doch mein Gedankengang wurde unterbrochen. Das ist für Sie. Rogoschin drückte mir den Blumenstrauß in die Hand. Dabei nahm sein Gesicht den Ausdruck eines Politikers an, der sich anschickt, das Baby eines Wählers zu küssen. Für mich? Madame Petrova ist wirklich sehr gütig. Kommt nicht von Madame. Rogoschin warf einen Blick auf Holmes, der ganz mit seiner Stradivari beschäftigt war. Treffen uns in Savoy Grill um 8 Uhr, gut? Und bitte schicken Sie nicht Haushälterin. Damit verließ er uns. Ich saß da wie gelähmt, ja geradezu hypnotisiert. Welten brachen in mir zusammen und meine Empörung wuchs ins Bodenlose. In gewaltigen Worttiraden verschaffte ich mir Erleichterung. Erst die zarten, zauberhaften Klänge, die mein Freund Holmes mit geschlossenen Augen dem Instrument entlockte, gaben mir nach und nach den inneren Seelenfrieden wieder. Bis ich schließlich ruhig und abgeklärt den Tschaikowski-Melodien lauschte, die jener Stradivari entströmten, über deren Herkunft ich bislang den geneigten Leser nichts als die Unwahrheit berichtet habe. Der Augenblick ist nun gekommen, den Schleier von einer der intimsten und delikatesten Episoden im Privatleben meines Freundes Sherlock Holmes zu lüften. Es war der Abend des 17. April 1888. Dieser Tag wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Unser berühmt-berüchtigter Nebel zog sich träge durch die Straßen und machte einmal mehr verständlich, warum wir Engländer an Spuk und Gespenster glauben. Ich saß in der Nähe des Kamins, vertieft in die Lektüre des Evening Standard. Holmes hatte sich auf die Couch gelegt und spielte auf seiner Stradivari. Von Menschen und Weltgetriebe durch die undurchdringliche Nebelnacht getrennt, fühlten wir uns wie die Bewohner einer kleinen, behaglichen Welt, in der das Knistern des Feuers, das leise Zischen des Gaslichts, das Rascheln meiner Zeitung und die einfühlsamen Töne der Stradivari die einzigen Geräusche waren. Ich störte schließlich diese friedvolle Atmosphäre. Dummes Zeug! Unvorstellbar, dass sich ein seriöses Blatt dazu hinreißen lässt, neuerlich hirnverbrannten Unsinn über das Ungeheuer von Loch Ness zu drucken. Was Sie nicht sagen. Hat man es wieder gesehen? In diesem Monat bereits zum dritten Mal, wenn man den Journalisten Glauben schenken mag. Es werden sogar Beschreibungen geliefert. Es soll einen langen Hals, einen Buckel und einen etwa 6 Meter langen Schwanz besitzen. Sozusagen eine Mutation aus Aal und Kamel. Und wie erklären Sie den Rauch, den das Biest angeblich durch die Nüstern ausstößt? Es dürfte sich vermutlich um ein männliches Exemplar handeln, das in Leidenschaft entbrannt auf der Suche nach weiblicher Gesellschaft den Tiefen entstiegen ist. In diesem Moment klopfte es an die Tür und Mrs. Hudson trat ein, mit einem Morgenmantel bekleidet und einer monströsen Nachthaube auf dem Kopf. Dieser Droschkenkutscher hier behauptet, dass Sie ihm 2,5 Schilling schulden. Und wofür sollte ich das? Fahrgeld, Chef. Aber ich schulde Ihnen rein gar nichts. Ja, nicht Sie, Chef. Die junge Dame hier hat keinen Penny bei sich. Jetzt erst registrierte ich hinter ihm eine Frau, deren nasse Haare in ein kreidebleiches Gesicht fielen. Krampfhaft hielt sie eine Decke fest, die sie sich um die schmalen Schultern gelegt hatte. Ihr Alter schätzte ich auf ungefähr 30 Jahre. An der Schläfe hatte sie eine frische Platzwunde. Weiterhin fiel mir auf, dass sie einen Ehering trug und nur einen Schuh. Was ist geschehen? Sie sagt immer nur, ich weiß es nicht. Wo kommt sie her? Ich habe sie aus der Themse gefischt. Ich fuhr gerade die Uferstraße unterhalb der Westminster Bridge entlang. Da hörte ich einen Schrei und sah sofort nach. Da habe ich sie im Wasser gesehen. Sie war fast am Ertrinken. War gar nicht so leicht, sie rauszuholen, Chef. Das saukalte Wasser, alles dunkel und sie hat sich dauernd gewehrt. Und warum haben Sie die junge Dame zu uns gebracht? Weil sie das hier in der zusammengeballten Hand hielt, erklärte der Kutscher und zeigte ein Stück Papier, auf dem zweifelsfrei unsere Adresse stand. Was wollen Sie bei uns? Ich weiß es nicht. Der Kutscher trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.
Gentlemen, wenn Sie sie haben wollen, für 2,5 Schilling lasse ich sie hier. Oder soll ich sie zurück zur Themse bringen? Die Dame kann erst einmal in unserer Obhut bleiben, entschied Holmes und entlohnte den Kutscher, der dankend mit seiner Decke wieder unser Haus verließ. Ich bringe der Dame einen heißen Tee. Sie zittern ja wie Espenlaub. Bitte kommen Sie. Sie müssen erst einmal Ihre nassen Sachen ausziehen. Vorsichtig ließ ich unseren völlig durchnässten und zitternden Gast in die Polster gleiten und begann, ihre eiskalten Gelenke zu massieren, um den Kreislauf wieder zu aktivieren. Dabei fiel mir auf, dass die Kleidung der Unbekannten nicht nur nass, sondern auch zerrissen war. In den Augen der Unbekannten flackerte es und ihr Blick verriet Unruhe, nein, panische Angst. Das müssen Sie sich ansehen, Holmes. Man muss ihr einen wuchtigen Schlag versetzt haben. Es wäre aber ebenfalls möglich, dass sie sich verletzte, als sie in den Fluss sprang oder fiel. Ich teile diese Theorie nicht, Holmes. Zu diesem Zeitpunkt war das Blut bereits teilweise geronnen. Unserer schönen Unbekannten wurde mit voller Absicht ein Schlag versetzt. Wir stehen hier womöglich vor einem Fall von Mordversuch. Bitte reichen Sie mir meine Tasche. Holmes kam meiner Bitte nach und kniete an meiner Seite nieder. Wo bin ich? Wer sind Sie? Ich bin Dr. Watson. Dieser Herr ist Sherlock Holmes. Sagen Ihnen diese beiden Namen etwas? Nein. Überlegen Sie genau. Ich bemühe mich ja. Wie lautet Ihr Name? Nachdenklich zog sie die Stirn in Falten. Dann schüttelte sie verzweifelt den Kopf. Sie leidet offensichtlich unter einer Gehirnerschütterung. Die verursacht oft Gedächtnisschwund. Wir wissen also Folgendes. Sie erhielt einen Schlag auf den Kopf, wurde in die Themse geworfen und landete schließlich bei uns. Holmes bückte sich nach ihrem Schuh und unterzog das Etikett einer eingehenden Prüfung. Der Hersteller war eine Firma aus Paris. Sind Sie Französin? Vous êtes française? Nein, das bin ich nicht. Holmes trat hinter das Sofa und bewegte ihren Kopf sachte so zur Seite, dass er das Etikett im Kragen ihres Kleides lesen konnte. La femme élégante, Bruxelles. Auf seine daraus resultierende Frage, ob sie Belgierin sei, dachte sie sehr lange nach. Ich glaube schon, bin mir aber nicht sicher. Während Mrs. Hudson mit dem dampfenden Tee erschien, zog Holmes der schönen Unbekannten den Ehering vom Finger, ohne dass sie dagegen protestierte. Die gravierte Inschrift lautete Gabriel Emil 51183. Sie heißen Gabriel? Gabi. Und Ihr Gatte heißt Emil? Sie nickte heftig. Wo ist er? Holmes führte seine an ein Verhör grenzende Befragung fort. Weshalb sind Sie in London? Mit einem dankbaren Blick nippte sie an der Tasche, die Mrs. Hudson ihr darbot. Dann blickte sie Holmes an. Ich weiß es nicht. Erinnern Sie sich, was an der Themse geschehen ist? Bitte, denken Sie nach. Plötzlich verkrampften sich ihre Gesichtszüge und ein heftiger Weinkrampf schüttelte sie. Emmy! Nun reicht es aber, Holmes. Als Arzt kann ich ein weiteres Verhör nicht länger verantworten. Erstaunlicherweise gab sich mein Freund sofort geschlagen. Mrs. Hudson, bringen Sie die junge Dame bitte in mein Schlafzimmer. Ich werde die Nacht hier auf dem Sofa verbringen. Während die beiden Damen das Wohnzimmer verließen, begann ich für das bedauernswerte Geschöpf einen beruhigenden Schlaftrunk zu mischen. Meines bescheidenen Erachtens wäre die Unterbringung in einem Krankenhaus angebrachter. Unter gar keinen Umständen. Meine ärztliche Hilfe genügt vollkommen. Außerdem bedarf sie des Schutzes. Ein Attentat auf ihr Leben wurde bereits verübt. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass weitere folgen könnten. Dieser Gedächtnisschwund, von dem Sie sprachen, wie lange kann er sich halten? Das ist ganz von der Schwere der Verletzung abhängig. Man kann ihn mit dem Nebel dort draußen vergleichen. Er kann sich von einem Augenblick zum anderen verziehen, aber er kann ebenso auch tagelang anhalten. Auch Wochen? Auch das liegt im Bereich des Möglichen. Mein lieber Watson, unsere Räumlichkeiten sind beengt. Wir können sie unmöglich mit einer Unbekannten teilen. Aber Holmes, dies ist ein ungewöhnlicher Fall. Eine Frau wird unter derart mysteriösen Umständen zu uns gebracht. Ohne Zweifel beabsichtigte sie ohnehin, uns aufzusuchen, bevor ihr dieser tragische Zwischenfall zustieß. Wir wissen weder, wer sie ist, noch mit welchem Problem sie sich herumquält. Ist das nicht genau die Herausforderung, nach der Sie sich so inständig sehnen? Ich verschließe mich Ihren Argumenten durchaus nicht. Können wir aber warten, bis sich die Schleier vor dem Gedächtnis unserer Unbekannten heben? Wir müssen sie so schnell wie möglich zerreißen.
Glauben Sie, dass es so eilig ist? Sogar äußerst eilig. Mir war unbehaglich bei dem Gedanken, Druck auf das gequälte Wesen, das in meinem Bett ruhte, auszuüben. Holmes ging zum Fenster, blickte hinaus in die Nacht und stieß dichte Wolken Tabakqualm aus seiner Pfeife. Ich hingegen nahm den von mir gemixten Schlaftrunk und ging in mein Schlafzimmer. Dank meiner Erfahrungen im Bivakieren, die ich in Afghanistan erworben hatte, fand ich auf unserer unbequemen Couch doch zur Nachtruhe und fiel bald in tiefen Schlummer. Dies raubte mir aber die Möglichkeit, zwischenzeitliche Ereignisse in unserer bescheidenen Behausung in der Baker Street 221b persönlich zu registrieren. Als ich jedoch nach meinem Erwachen von diesen Ereignissen Kenntnis erhielt, ersuchte ich meinen Freund, mich hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Nachdem Dr. Watson unserer geheimnisvollen Besucherin ein Beruhigungsmittel eingeflößt hatte, rollte er sich auf der Couch zusammen. Nach kurzer Zeit zeigten mir seine unüberhörbaren Schnarchtöne an, dass er in tiefen Schlaf gefallen war. Ich zog mich in meinen behaglichen Sessel zurück und rauchte bis zur Morgendämmerung ein gutes halbes Pfund stärksten Shag-Tabaks, während ich das Geheimnis der schönen Unbekannten aus der Themse zu lösen versuchte. Zu meinem großen Ärgernis kam ich jedoch nicht zu einer zufriedenstellenden Erklärung für die sonderbaren Ereignisse dieser Nacht. Ich hatte, wie bereits erwähnt, bis zur Morgendämmerung mit Gedanken und Überlegungen beschäftigt in meinem Sessel zugebracht, als ich von der Schlafzimmertüre her ein Geräusch vernahm. Sie wurde geöffnet. Emmy? Ich stand auf und schritt ihr entgegen. Im flackernden Schein des Kaminfeuers stellte ich fest, dass sie splitternackt vor mir stand. Emmy, bist du das? Ja, Gabrielle, ich bin's, entgegnete ich und registrierte dankbar, dass sie sich meiner Muttersprache für die Konversation mit ihrem imaginären Ehegatten bediente. Sie eilte mir entgegen. Emmy, ich habe mich so geängstigt bei der Vorstellung, dich nie mehr zu finden. Bitte halt mich. Halt mich ganz fest. Sie schlang ihre Arme um mich. Während ich noch fieberhaft überlegte, ob ich gehorchen oder Dr. Watson zu Hilfe holen sollte, bemerkte ich etwas sehr Interessantes in einer ihrer Handflächen. Mit raschem Griff umspannte ich ihr Handgelenk, um meine Entdeckung näher untersuchen zu können. Unschwer waren in der Handfläche Schriftzeichen zu erkennen. Mit jener Tinte, die sich auch verwaschen auf dem bewussten Stück Pappe befand. Jedoch in Spiegelschrift. Ungeachtet ihrer verlockenden Bitten, streckte ich meine Hand nach meinem vergrößernden Rasierspiegel auf dem Waschtisch aus und hielt ihn vor ihre Hand. Nun waren die Schriftzeichen ganz deutlich zu entziffern. Es handelte sich um die Nummer 301. Soweit Holmes' persönlicher Bericht. Trotz meines beharrlichen Drängens war er nicht bereit, sich zu weiteren Details zu äußern, sodass mir keine andere Wahl bleibt, als mit jenem Augenblick fortzufahren, wo ich von den Düften des gedeckten Frühstückstisches geweckt, mich ächzend von meinem unbequemen Nachtlager erhob. Großer Gott, unsere Patientin! Essen Sie lieber Ihren Porridge, bevor er pappig wird. Ich werde nachsehen, wie es ihr geht. Sie ging hinüber zu meinem Schlafzimmer. Ich hatte jedoch noch nicht den ersten Löffel zum Munde geführt, als mich ihr gellender Schrei zusammenzucken ließ. Dr. Watson! Sie ist verschwunden! Ich rannte zu ihr und konnte nur noch bestätigen, dass mein Bett zwar benutzt, aber tatsächlich leer war. Entschlossen begab ich mich zu Holmes' Schlafzimmer. Holmes! Gabrielle ist fort! Im selben Moment jedoch wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Unbekleidet und nur äußerst unzureichend von einem dünnen Laken bedeckt, schlummerte unsere schöne Unbekannte in Holmes Bett. Von meinem Freund jedoch fehlte jede Spur. Das ist der Gipfel! Guten Morgen. Porridge, wahrscheinlich wieder einmal pappig, wie üblich. Wir starrten ihn entgeistert an, während er ins Wohnzimmer trat und dort einen Koffer absetzte, in dessen Ledergurten ein Sonnenschirm steckte. Im Griff des Koffers bemerkte ich einen Anhänger, der die Nummer 301 trug. Da sind Sie ja. Wir fragten uns schon... Und ob wir uns fragten? Meine liebe Mrs. Hudson, ich schlage vor, Sie begeben sich in Ihre Küche und wischen sich dort unter Zuhilfenahme eines angefeuchteten Tuches die Spuren ungerechtfertigter Missbilligung aus Ihrem Gesicht. Sie stieß einen unwilligen Laut aus, rauschte mit verärgerter Miene aus dem Zimmer und knallte die Tür laut hinter sich zu.
Sie können mir keinen Vorwurf machen, Holmes. Wenn ich Sie nicht besser kennen würde, auch mir käme der Verdacht, Sie hätten die Situation ausgenutzt. Was ich in gewissem Sinne auch tat. Reichen Sie mir doch bitte das Buttermesser. Wie bitte? Das Buttermesser, lieber Watson. Ich reichte es ihm und beobachtete, wie er damit die Schlösser des Koffers zu öffnen trachtete. Seien Sie versichert, mein lieber Watson, Ihr Körper hat mich reich beschenkt. Mir fehlen die Worte. Besonders Ihre rechte Hand. Ersparen Sie mir um Himmels Willen die Einzelheiten, Holmes. Gut. Dann brauche ich Ihnen ja auch nicht näher zu erläutern, auf welche Weise ich diesen Koffer ausfindig gemacht habe. Ist das Gabriels Koffer? Ohne jeden Zweifel. Sie erinnern sich an das nasse Stück Pappe, auf der unsere Adresse notiert stand? Es handelte sich um Gabriels Gepäckschein. Die Nummer war zwar verwischt, hatte jedoch auf ihre Handfläche abgefärbt. Und da die Vermutung nahe lag, dass sie London von Brüssel aus mit Zug und Fährschiff erreicht hat, schloss ich auf die Victoria Station als Aufbewahrungsort ihres Gepäcks. Donnerwetter! Dann stehen wir ja kurz vor der Lösung des Geheimnisses um Gabriels Person. Treten Sie ruhig näher, Madame Valadon. Auch ich sah zur Schlafzimmertür und gewahrte unseren weiblichen Gast, der sich uns schwankend und eingehüllt in Holmes' langen Morgenrock näherte. Sie sind doch Madame Valadon? Ja. Ich bitte um Nachsicht und Vergebung für das Durchsuchen Ihres Gepäcks. Da Sie jedoch bei uns Hilfe suchten, ließ es sich nicht vermeiden. Wo bin ich? Im Hause Nummer 221b der Baker Street. Ach ja. Mir ist ganz wirr im Kopf. Dann wollen wir gemeinsam versuchen, diese ganze Geschichte zu entwirren. Sie sind nach London gekommen, um Ihren Mann zu suchen. Ja, er ist Bergbauingenieur. Wir haben vor 5 Jahren geheiratet, im Kongo. Wo Ihr Gatte in einer Kupfermine tätig war. Woher wissen Sie das? Wegen Ihres ungewöhnlichen Eherings. Er ist aus Kupfer. Ach so. Und jetzt wollen Sie seinen Aufenthaltsort ausfindig machen. Sie nickte stumm und ihre Augen blickten bedrückt. Im vergangenen Jahr erfand er eine neuartige Luftpumpe und eine englische Firma stellte ihn ein. Wie hieß diese Firma? Jonas Limited. Mein Mann reiste nach London, um hier für die Firma zu arbeiten. Ich blieb in der Zeit in Brüssel und wartete, dass er eine günstige Wohnung für uns ausfindig machen würde. Wir haben uns regelmäßig geschrieben. Dann aber vor 3 Wochen brach unser Kontakt ab und ich hörte nichts mehr von ihm. Ich schrieb ihm weiterhin, erhielt aber nie Antwort und da habe ich mich entschlossen, ihn in London aufzusuchen. Sie deutete auf das Päckchen Briefe, das Holmes in der Hand hielt. Auf der Rückseite einer der Umschläge war der Absender zu lesen. Emile Valadon, 32 Ashdown Street, London, Northwest. Und Sie haben diese Adresse aufgesucht? Ja, aber ich fand nur einen leeren Laden vor. Dort war keine Menschenseele. Ich habe versucht, die Jonas Limited zu finden und musste feststellen, dass es diese Firma gar nicht gibt. Madame Valadon, denken Sie bitte genau nach. Könnten Sie sich einen Grund vorstellen, weshalb Ihr Gatte Sie belügen sollte? Emile lügt niemals. Wir lieben uns. Dann ging ich zur Polizei. Dort versprach man mir, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Man machte mir aber keine großen Hoffnungen. Danach begab ich mich zur belgischen Botschaft und erklärte meine Situation. Dort legte man mir nahe, Sie um Hilfe zu bitten. Man hätte Ihnen kaum einen besseren Rat erteilen können. Ich befand mich jedenfalls auf dem Weg hierher, als plötzlich Schritte hinter mir erklangen. Natürlich dachte ich an nichts Böses, warum auch? Aber die Schritte kamen immer näher. Plötzlich lag eine Hand auf meinem Mund. Ich roch Chloroform. Und dann war ich im Wasser. Hatte Angst zu ertrinken und schrie mir die Seele aus dem Leib. Später muss ich wohl die Besinnung verloren haben. Dafür aber fanden Sie in einem vorbeifahrenden Kutscher einen Schutzengel, der Sie rettete und zu uns brachte. Madame Valadon, es wurde ein Mordanschlag auf Sie verübt. Daran besteht kein Zweifel. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihnen nach dem Leben trachten wollte? Nein, mir ist das alles unverständlich. Holmes schritt mit Tinte, Feder und Briefpapier zum Frühstückstisch zurück und forderte Gabrielle Valadon auf, ein Kuvert mit der geheimnisvollen Adresse in der Ashdown Road zu versehen. Dann steckte er einen leeren Briefbogen in das Kuvert, welches er sorgsam versiegelte. Sie schicken ein leeres Blatt Papier in einen leeren Laden? Dieser leere Laden, mein lieber Watson, dient wahrscheinlich als Deckadresse. Schreiben, die dort eingehen, werden vermutlich irgendwohin weitergeleitet. Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, dass Wie
und von wem zu klären. Aber vor allem das Warum. Während dieser Worte läutete er nach Mrs. Hudson und trug ihr auf, den Brief auf der Stelle bei der Post aufzugeben. Zur Zeit der hier geschilderten Ereignisse konnte man in London mit einem Dutzend täglicher Postzustellungen rechnen. Es galt für uns daher, keine Zeit zu verlieren. Holmes' Plan bestand darin, noch vor dem besagten Briefumschlag jene dubiose Adresse in der Ashdown Street zu erreichen, um so an Ort und Stelle feststellen zu können, was aus dem in einem leeren Laden abgelieferten Briefumschlag wurde. Wir ließen uns daher von einer Droschke unverzüglich am Regent's Park vorbei, über Camden Town nach Highgate fahren, wo wir den Kutscher entlohnten und unseren Weg zu Fuß fortsetzten. Zwar erregten wir in unserer eleganten Garderobe in dieser eher ärmlichen, schäbigen Gegend ein gewisses Aufsehen, doch gelang es uns eiligen Schrittes, wobei mir mein Hinken beträchtliche Schwierigkeiten bereitete, jene beinahe menschenleere Gegend unbewohnter und fast verfallener Häuser zu erreichen, in der sich die Ashdown Street befand. Wir schritten eilig an dem Laden mit der Hausnummer 32 vorbei, als schenkten wir ihm keinerlei Beachtung. Unmittelbar hinter diesem Eckgeschäft befand sich eine enge Durchfahrt, durch die uns Holmes in einen verlassenen, verschmutzten Hinterhof führte. Dort pfiff mein Freund beim Anblick eines vergitterten Fensters, das er mit seinem untrüglichen Scharfsinn sofort als zu dem Laden gehörig erkannte. Eine verdreckte, fast blinde Scheibe ließ vom Innern des Ladens kaum mehr erkennen als eine von Spinnweben überzogene Theke, verfallene Regale und einen großen, viereckigen Gegenstand, der mit einer Plane zugedeckt war. Holmes prüfte die Festigkeit des Gitters. Das Mauerwerk, in welches das Gitter eingelassen war, erwies sich als verwittert und nicht mehr stabil. Mit zufriedenem Schmunzeln schraubte Holmes, sehr zu Gabrielle Valadons Erstaunen, seinen Spazierstock auseinander, in dessen Einzelteilen ein Meißel, ein zusammenklappbarer Hammer und eine Metallsäge verborgen waren. Während ich vorsichtig an einer Mauerecke meinen Beobachtungsposten bezog, um uns gegen unwillkommene Überraschungen zu sichern, meißelte mein Freund mit erstaunlichem handwerklichen Geschick so weit das Mauerwerk ab, dass er das Gitter mit dem damit verbundenen Fenster nach innen aufschwingen konnte. Behende kletterte er auf den Sims und verschwand in dem Laden. Ich war Madame Valadon behilflich und kletterte zuletzt hinein. Rasch setzte Holmes seinen Spazierstock wieder zusammen und drückte damit Fenster und Gitter in die ursprüngliche Lage zurück. Ich begann derweil, die Lokalität einer schnellen Kontrolle zu unterziehen. Überall lag der Staub unzähliger Jahre. Holmes würde, dessen war ich sicher, hieraus exakte Schlüsse ziehen können. Besonders überraschte mich bei meinen Untersuchungen, dass sich der mit einer Plane zugedeckte Gegenstand als riesiger Vogelkäfig erwies, in dem Dutzende von Kanarienvögeln fröhlich piepsend herumflatterten. Holmes! Doch dieser gab mir ein Zeichen zu schweigen und meine Aufmerksamkeit der Eingangstür zuzuwenden. Dort öffnete sich gerade der Briefkastenschlitz und ein Brief wurde hineingeschoben, der auf den staubigen Fußboden fiel. Ich wollte zur Tür eilen und das Kuvert aufheben, doch Holmes hielt mich energisch zurück. Lassen Sie ihn liegen, mein lieber Watson. Unsere Mission lautet klar, feststellen, was nun geschieht. Ich fürchte, es erwartet uns nun der nervenaufreibendste Teil. Das Warten. Wie kann ich Ihnen das nur entgelten, Mr. Holmes? Mein ganzes Geld steckt in der Handtasche und die liegt auf dem Grund der Themse. Nur seien Sie froh, dass Sie nicht selbst dort liegen. Holmes, sehen Sie doch. Diese Linien zwischen der Vordertür und der Tür dort hinten. Aber man sieht keinerlei Fußspuren. Was kann das bedeuten? Wenn sich vor uns statt des Staubes von, vorsichtig geschätzt, 5 Jahren und 7,5 Monaten eine Eisfläche befände, dann würde ich den Schluss ziehen, dass hier jemand auf Schlittschuhen quer durch den Raum geglitten ist. Um die hier eingehenden Briefe an sich zu nehmen. Es ließe sich jedoch auch denken, dass man sich hier einer ganz besonderen Spezies von Brieftauben zum Transport der Briefe bedient. Unser Gespräch wurde durch ein quietschendes Geräusch unterbrochen, das auf einmal ganz deutlich hinter jener geschlossenen Tür zu vernehmen war, die wohl irgendwohin in das Innere des Hauses führte. Dann erklang das Rascheln einer Kette, die gelöst wurde. Holmes wedelte ungeduldig mit der Hand durch die Luft, deutete uns so, dass wir uns flach an die Wand des Ladens drücken sollten, um uns vor fremden Blicken zu schützen. Schon drehte sich krächzend ein Schlüssel im Schloss und die Tür schwang auf.
Dann ertönte wieder das Quietschen. Wir hielten ängstlich den Atem an. Was uns nun zu Gesicht kam, war kein Schlittschuhläufer, sondern ein vorsintflutlicher Rollstuhl, der jedem Museum Ehre gemacht hatte. Darin hockte eine alte, ungepflegte Frau, die mit knochigen, welken Händen die Räder des Stuhles bewegte. In ihrem Schoß fielen uns eine große Papiertüte und eine Blechkanne voll Wasser auf. Sie steuerte direkt auf den Vogelkäfig zu und schleuderte mit erstaunlicher Kraft die Plane über einen Querbalken in unmittelbarer Nähe unseres Verstecks. Guten Morgen, meine Hübschen. Jetzt gibt's Frühstück. Nachdem sie ihre gefiederten Freunde mit Körnern und frischem Wasser versorgt hatte, fiel ihr Blick auf den Briefumschlag an der Türe. Quietschend rollte sie durch den Raum, hob das Kuvert auf, machte aber keinerlei Anstalten, es zu öffnen. In dem Moment verriet mir mein feinsinniges Gehör, dass im Hof ein Pferdefuhrwerk angekommen sein musste. Auch der Alten war das wohl nicht entgangen. Sie ließ den Brief in ihren Schoß fallen und rollte zurück zur Hintertür, durch die zwei Kutscher mit schweren Schritten den Laden betraten. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Doch wie durch ein Wunder entgingen wir der Entdeckung. Es handelte sich um zwei grobschlächtige Kerle mit Stiefeln und Lederschürzen. Der Ältere hielt einen Vogelbauer in der Hand. Guten Tag, Herzogin. Wie viele sollen es denn diesmal sein? Der Fuhrmann mit dem Vogelbauer trat näher. Ich konnte erkennen, dass der Boden des Käfigs mit einer Zeitung ausgelegt war. 2 Dutzend sollen es sein, erklärte er und half der Alten, die ängstlich flatternden Vögel in seinen Käfig zu verfrachten. Was stellen die eigentlich mit den kleinen Biestern an? Wenn du für Jonas arbeitest, Herzogin, stellst du besser keine Fragen. Ach, ich doch nicht. Wer ist überhaupt dieser Jonas? Doch eine Antwort erhielt sie nicht. Einer der kleinen Vögel war nämlich ihrer Hand entschlüpft und flog nun aufgeregt im Laden hin und her. Geistesgegenwärtig schloss der zweite Mann die Tür, hinter der wir uns noch Bruchteile von Sekunden zuvor versteckt hatten. Unweigerlich wären wir nun entlarvt worden, wenn nicht Holmes uns mit seinem untrüglichen Instinkt für drohende Gefahren mit einer Geste veranlasst hätte, hinter der herunterhängenden Plane ein neues Versteck zu beziehen. Der entflogene Kanarienvogel flatterte kreuz und quer durch den Laden, bis er sich schließlich an jenem Fenster niederließ, durch das wir eingestiegen waren. Einer der beiden Fuhrmänner pirschte sich vorsichtig an das ängstliche Vögelchen heran und schnappte es blitzschnell, wobei sein Arm das wackelige Gitterfenster mit einer derartigen Wucht streifte, dass es aus dem Mauerwerk herausbrach und auf den Boden krachte. Angst schnürte mir die Kehle zu. Jetzt musste der Augenblick unserer Entdeckung gekommen sein. Der Fuhrmann grinste jedoch nur. Er lachte und steckte den gefangenen Vogel zu den anderen in seinen Käfig. Mach 2 Dutzend! Der Jüngere deutete auf den Brief in ihrem Schoß. Geht er auch mit? Nein, der wird persönlich abgeholt, kicherte die Alte und nickte den beiden Männern zu, die mit ihrem Vogelbauer durch die Hintertüre verschwanden. Dann legte sie den Brief in ein Regal und zog mit kräftigem Ruck die Plane wieder herunter vom Balken und über dem Käfig. Gottlob hatte Holmes uns in weiser Voraussicht kommender Ereignisse wieder hinter die offenstehende Tür gescheucht. Dort verharrten wir regungslos, bis die Herzogin in ihrem Rollstuhl den Laden verlassen und die Tür wieder mit der Kette verschlossen hatte. Dieses Mal dachte ich, unser letztes Stündlein habe geschlagen. Die Kunst, sich unerwünschten Blicken zu entziehen, mein lieber Watson, basiert lediglich auf der Wahl des richtigen Standortes im rechten Moment. Mr. Holmes, glauben Sie, dass Amy selber diesen Brief abholen wird? Dies würde zweifelsohne die Angelegenheit sehr vereinfachen, obwohl ich persönlich eher dazu neige, die Lösung des Problems in Schottland zu sehen. Was in aller Welt bringt Sie auf diese Vermutung? Meine Vermutung konzentriert sich sogar ganz präzise auf Inverness. Wie Ihrem Scharfsinn eigentlich nicht entgangen sein dürfte, war der Boden des kleinen Vogelbauers mit einer Ausgabe des Inverness Courier ausgelegt. Oh, das ist gar nicht unser Brief. Er ist an Sie gerichtet, Mr. Holmes. Aufgeregt wedelte sie mit dem Brief, den sie aus dem Regal genommen hatte. Ausgeschlossen! Ich eilte zu ihr, um mich zu überzeugen. Doch Holmes war schneller. Er nahm Madame Valadon den Umschlag aus der Hand, betrachtete kopfschüttelnd die Adresse und riss ihn eilig auf. Ein Schreibpapier mit dem Briefkopf Diogenes Club kam zum Vorschein. Hören Sie sich das an, mein lieber Watson. Hier steht:
Mein lieber Sherlock, ich erwarte dich und Dr. Watson unverzüglich bei mir im Club, nachdem ihr von dieser Nachricht Kenntnis erhalten habt. Nach meiner Berechnung dürfte dies um 11.40 Uhr sein. Dein Bruder Mycroft. Spontan sah ich auf meine Uhr. Nun? Es ist 11.43 Uhr. In diesem Falle, mein lieber Watson, geht entweder Ihre Uhr falsch oder meinem Bruder ist in seinen Berechnungen ein Fehler unterlaufen. Kommen Sie, Madame Valadon. Ich huldige dem Optimismus, dass wir selbst in dieser Gegend eine Droschke auftreiben werden. Der Diogenes-Club wurde für Männer gegründet, deren Menschenscheu oder Verachtung sie allen Geselligkeiten und gesellschaftlichen Ereignissen ablehnend gegenüberstehen ließen. Keinem Mitglied ist es erlaubt, von einem anderen auch nur die geringste Notiz zu nehmen. Mit Ausnahme des Fremdensalons ist in allen Clubräumlichkeiten jegliche Form der Unterhaltung untersagt. Schon die kleinste Zuwiderhandlung gegen diese Maxime wird mit dem Ausschluss geahndet. Im Speisesaal befinden sich ausschließlich Einzeltische und in der Bibliothek wurde die Disposition der Sessel so getroffen, dass jedes Mitglied ohne jegliche Störung seine Lektüre genießen kann. Das gemütliche Spielzimmer bietet lediglich Möglichkeiten zum Legen von Passionsen. Und im Billardsalon stehen 12 Tische, an denen einsame Spieler in völliger Stille ihrem Hobby nachgehen. Mycroft Holmes, der Bruder meines Freundes, ist eines der Gründungsmitglieder dieses Clubs. Er ist seines Zeichens Buchprüfer etlicher Regierungsbehörden und ein Mann von beachtenswertem kriminalistischem Talent. Bedauerlicherweise jedoch ohne jeglichen Ehrgeiz, was ihn sonst sicherlich zum größten Kriminalisten aller Zeiten gemacht hätte, wie Sherlock Holmes nie müde wurde zu betonen. In der Empfangshalle des imposanten Clubhauses trat uns in der Rolle des Empfangschefs ein mit Orden und Ehrenzeichen geschmückter Kriegsveteran entgegen. Die Herren? Zu Mr. Mycroft Holmes. Sehr wohl. Sie werden schon im Fremdensalon erwartet. Danach durchschritten wir die geräumige, mit schweren und jedes Geräusch verschluckenden Teppichen ausgelegte Bibliothek. Niemand nahm Notiz von uns. Wir wurden nicht eines einzigen Blickes gewürdigt. Keine Zeitung senkte sich. Nur das leise Ticken einer antiken Uhr zeigte uns, dass wir uns nicht in einem Reich der Toten befanden. Schließlich erreichten wir den Fremdensalon. Im ersten Moment hatte ich den Eindruck, als befände sich niemand im Raum, außer Ihrer Majestät der Königin Victoria, allerdings in Marmor. Doch dann entdeckte ich an einem der Bücherregale eine Gestalt, die drei Gläser mit Wein füllte, aus einer Flasche, die in einen Lederköcher eingebettet war. Es war Mycroft Holmes, ein zugegeben ansprechender Mann in den besten Jahren. Tadellos, mit langem Gehrock und seidener Halsbinde gekleidet, mit Monokel und militärisch gestutztem Schnurrbart. Sherlock, Dr. Watson, bitte näher zu treten. Du siehst außergewöhnlich gut aus, Mycroft. Was macht die Gicht? Die habe ich bestens unter Kontrolle. Auch dir scheint es gut zu gehen. Und auch Ihnen, Dr. Watson? Danke der Nachfrage. Lächelnd reichte er uns zwei der vollen Weingläser. Eine auserlesene Köstlichkeit, die ich hier anbiete. Es handelt sich um einen alten Madeira, Jahrgang 1814. Auf der ganzen Welt gibt es nur noch 6 Flaschen dieses edlen Tropfens. 2 davon besitze ich. Und wegen des Ankaufs einer dritten Flasche stehe ich derzeit in Verhandlungen. Und warum verschwendest du dieses köstliche Nass ausgerechnet an uns, Mycroft? 1814, ein Jahr vor Waterloo. Hatten Sie jemals Gelegenheit, das Schlachtfeld zu besuchen, Dr. Watson? Leider nein. Das liegt doch in Belgien, nicht wahr? So ist es. Womit wir beim Thema wären. Mein lieber Sherlock, ich habe erfahren, dass du auffallend interessiert an dem Aufenthaltsort eines bestimmten Ingenieurs aus Belgien bist. Stimmt. Ich könnte dir eine Menge Mühe ersparen. Für jeden Hinweis wäre ich dir zu Dank verpflichtet. Ich kann leider nur mit einem dienen.
Vergiss die Angelegenheit. Gibt es einen bestimmten Grund dafür? Unsere Angelegenheiten erledigen wir selbst. Wir? Der Diogenes-Club ist natürlich gemeint. Das habe ich nicht behauptet. Das spielt keine Rolle. Wie ich an deiner Reaktion unschwer erkenne, habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hegte schon immer den Verdacht, es bestünden geheime Bande zwischen diesem bescheidenen Etablissement und dem Foreign Office. Es ist in der Tat ein sehr seltsamer Club. Man höre und staune, über welch schier grenzenlose Kraft der Fantasie mein Bruder verfügt. Ein junger Mann betrat unvermutet den Raum. Zurückhaltend überreichte er Mycroft ein Telegramm und trat anschließend einen Schritt zurück, wartete offensichtlich auf eine Antwort. Walters, richten Sie ihnen aus, dass die drei Kisten nach Glenna Horridge gehen. Der rote Läufer kommt, wie vorgesehen, zum Schloss. Der junge Mann zog sich augenblicklich demütig zurück. Mycroft wollte das Telegramm lässig auf einen Tisch legen. Dabei fiel ihm der neugierige Blick seines Bruders auf. Deshalb legte er es mit dem Text nach unten in ein Bücherregal. Warum knüllst du es nicht zusammen und schluckst es hinunter? Lieber Sherlock, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die nun einmal nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Privatdetektivs fallen. Das musst du akzeptieren, ob du willst oder nicht. Du willst mir damit wohl raten, Schuster, bleib bei deinen Leisten. So ist es. Was hat eigentlich Jonas, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zu bedeuten? Als ich sagte, du solltest die Angelegenheit vergessen, handelte es sich nicht um einen Vorschlag, sondern um einen Befehl. Dank welcher Befugnis erteilst du mir Befehle, wenn ich fragen darf? Kraft jener, die mir die Regierung ihrer Majestät verleiht. Ich hoffe, mich unmissverständlich ausgedrückt zu haben. Damit war unser Besuch im Diogenes-Club beendet. Während wir zu Fuß den Trafalgar Square überquerten, fragte mein Freund plötzlich: Watson, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Glenna Horridge hören? Nichts. Dann will ich dem abhelfen. Es handelt sich um einen schottischen Namen, der wie üblich ein Wortgemälde darstellt. Glen heißt Tal, Na bedeutet des und Horridge ist, wenn mich meine Kenntnis des Schottisch-Gälischen nicht völlig im Stich lässt, eine Eibe. Holmes, Sie werden doch diesen Fall hoffentlich aufgeben, oder? Drei Kisten gehen also ins Eibental. Holmes, Sie distanzieren sich doch von diesem Fall. Nehmen Sie Vernunft an. Er antwortete nicht, sondern pfiff vor sich hin, bis wir unsere Wohnung erreichten. So sagen Sie es endlich. Sie werden doch keine weiteren Schritte unternehmen. Nun ja, ich weiß jetzt, was unser nächster Schritt sein wird. Packen Sie Ihre Sachen. Und wohin geht die Reise? Dr. Watson und ich werden Sie heute Abend zur Victoria Station bringen, wo Sie um 19.30 Uhr jenen Zug besteigen werden, der zum Fährschiff... Fährschiff? Zum Kontinent? Soll das heißen, Sie schicken mich zurück? Gewisse Umstände erfordern es, dass wir ein wenig improvisieren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass ich zwar davon sprach, dass Sie den Zug besteigen, ich kann mich jedoch nicht erinnern, Ihnen gesagt zu haben, dass Sie auch in diesem Zug bleiben sollen. Gabriel Valadon und ich sahen ihn grenzenlos erstaunt an. Alle Welt wird um 19.30 Uhr Zeuge sein, wie Mr. Sherlock Holmes und Dr. Watson auf einem Bahnsteig der Victoria Station Madame Valadon zum Abschied zuwinken. Um 20 Uhr werden dann Mr. und Mrs. Ashton in Begleitung ihres Kammerdieners James an der Houston Station erscheinen, um dort den Schottland Express mit Fahrtziel Inverness zu besteigen. Mir verschlug es förmlich die Sprache, da mir schlagartig bewusst wurde, wer dieses Ehepaar sein würde und wem die Rolle des Kammerdieners zugedacht war. Madame Valadon aber flog meinem Freund überglücklich an den Hals und drückte ihm einen Kuss auf die Wange, bevor sie sich in ihr Zimmer zurückzog. Somit haben wir das Wild im Visier. Und welches Wild? Holmes zog es vor, nicht zu antworten, sondern verschwand in seinem Zimmer. In diesem Augenblick tauchte Madame Valadon wieder auf. In der Hand hielt sie ihr Sonnenschirmchen. Aufgeregt öffnete und schloss sie es, während ihre Blicke forschend hin und her schweiften. Suchen Sie etwas? Ich kann meinen zweiten Handschuh nicht finden. Ich entdeckte ihn nach kurzem Suchen unter der Couch. Erfreut hielt sie mit dem hektischen Herumhantieren inne und belohnte mich für meine Bemühungen mit einem strahlenden Lächeln. Der Zug raste in nördlicher Richtung durch die Nacht. Sanft schimmerte das Mondlicht über den Hügeln der Landschaft.
Die Londoner Außenbezirke hatten wir bereits weit hinter uns gelassen. Mir dagegen lag es wie Blei im Magen und auf der Seele, dass ich in der gestreiften Weste eines hochherrschaftlichen Kammerdieners im Gang auf- und abgehen sollte, während sich mein Freund mit einer Dame von höchst attraktivem Äußeren eine Doppelkabine teilte. Ich muss freimütig gestehen, dass ich mich wie ein Dieb in der Nacht an jener Abteiltür schlich, hinter der ich Holmes und Gabrielle Valadon wusste. Ich vernahm das Rascheln von Kleidungsstücken und fragte mich sofort, was die beiden wohl taten. Was geschah dort? Jetzt dürfen Sie sich umdrehen. Oh, danke. Nein, das ist also das berüchtigte Robe de Nuit, das Nachthemd, das die Engländer im Bett zu tragen pflegt? So ist es. Ich muss gestehen, sein strenger, klassischer Schnitt gefällt mir. Verraten Sie mir doch, kommen Sie als Detektiv oft in solche Situationen? Nun, wenn ich mich recht entsinne, verbrachte ich einst mit 120 Haremsdamen eine Nacht in einem Serail. Das war in Konstantinopel. Dann... Sie hatten geklopft, James? Ich war völlig verwirrt und zu keiner Antwort in der Lage, fühlte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Durch die offene Tür erblickte ich Madame Valadon, die mit offenen Haaren auf dem unteren Bett saß, gekleidet in ein hauchzartes Etwas, das ihre weiblichen Reize mehr ent- als verhüllte. In diesem Moment eilte der Kontrolleur den Gang entlang. Oh, bitte. Machen Sie sich doch die Mühe und kontrollieren Sie die Fahrkarten jenes Herrn hier. Sie werden ohne jeden Zweifel feststellen, dass er in die dritte Klasse gehört. In der Tat, Sir. In diesem Fall darf ich wohl bitten? Er packte mich unsanft am Arm und verfrachtete mich in jenes Abteil, zu dem ich meine unfreiwillig angenommene Rolle verdammte. Noch lange klang mir Holmes sarkastischer Gute-Nacht-Gruß in den Ohren, den er mir, verbunden mit der Bemerkung, er freue sich auf ein Wiedersehen am nächsten Morgen, nachschickte, bevor er die Türe seines Abteils schwungvoll schloss. In dem Abteil, in welchem ich danach Platz nehmen musste, bemerkte ich mit Interesse neben dem üblichen Gemisch gelangweilter Erwachsener und weinender Kinder 7 Mönche in Ordenskutten. Einem von ihnen trat ich auf den nackten Fuß, der in einer primitiven Sandale steckte. Obwohl ich ihm sicher erhebliche Schmerzen zugefügt hatte, drang kein Wort über seine Lippen. Auf meine Bitte um Verzeihung erhielt ich keine Antwort und er fuhr mit unbeirrbarer Konzentration in der Lektüre der Heiligen Schrift fort. Ich machte es mir ihm gegenüber so bequem wie möglich, wobei ich meinen Hut vorsichtig in meinen Schoß legte, da ich darin mein Stethoskop eingerollt hatte, falls es im Verlauf dieses neuen Abenteuers zum Einsatz kommen sollte. Zu meinem Bedauern war eine Unterhaltung mit den besagten 7 geistlichen Herren unmöglich. Der Schnitt ihrer Kutten und ihr Verhalten klärten mich schnell darüber auf, dass es sich um Trappisten handelte, um Angehörige eines Ordens, die ein ewiges Schweigegelübde abgelebt hatten. Bedauerlich, denn mich dürstete nach angeregter Unterhaltung, zumal ich in der Eile unseres Aufbruchs keinerlei Lektüre eingepackt hatte. Der Mönch, dem ich so unsanft auf die Zehen gestiegen war, konnte sich wenigstens mit der Heiligen Schrift die Zeit vertreiben. Mit geschultem Blick sah ich, dass er seine Bibel ausgerechnet beim Buch Jonas aufgeschlagen hatte. Verzeihen Sie, vergaß ich in diesem Moment allen gebührenden Respekt. Sie lesen im Buch Jonas? Welch merkwürdiger Zufall! Doch ich beendete meinen Satz nicht. Ein Blick in das Gesicht des stummen Gottesmannes zeigte mir deutlich, dass jeder weitere Versuch, eine Unterhaltung zu beginnen, wirklich vergebene Liebesmühe war. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen, wobei meine Gedanken jene Ereignisse umkreisten, die sich derzeit wohl in Holmes Abteil abspielten. Und ich will den geneigten Lesern nicht vorenthalten, welchen Bericht mir Holmes Jahre später mit seinem verblüffenden Gedächtnis selbst für Kleinigkeiten über diese Nacht gab. Wie Ihnen nicht entgangen sein dürfte, mein lieber Watson, verbindet mich mit Julius Caesar und Napoleon unter anderem die Fähigkeit, in jeder Situation schlafen zu können. So fühlte ich mich natürlich auch in keiner Weise belästigt durch die Tatsache, dass Madame Valadon in ihrem Bett noch las, während ich im oberen Bett unseres Abteils bereits in der Dunkelheit lag. Ich war schon fast eingeschlummert, als mich ihre Stimme wieder aus dem Halbschlaf holte. Frauen sollte man niemals völliges Vertrauen schenken. Wie beliebten Sie anzumerken? Diese Bemerkung stammt nicht von mir, sondern von Ihnen. Stellte sie richtig, wobei sie mir mit einer Ausgabe des Strand Magazine vor der Nase herumwedelte. So berichtet jedenfalls Dr. Watson. Er hat mir einige dieser Exemplare geschenkt. Mein guter Dr. Watson legt mir ständig die sonderbarsten Äußerungen in den Mund. Es handelt sich hier also nicht um Ihre Ansicht? Das habe ich nicht gesagt.
Ich zähle durchaus nicht zu den kritiklosen Bewunderern der holden Weiblichkeit. Ich führe dies auf ein Erlebnis im St. Bartholomew's Hospital zurück, wo mir Anlass gegeben wurde anzunehmen, dass man Frauen grundsätzlich misstrauen sollte. Und darüber hat sich Dr. Watson häufig mokiert. St. Bartholomew's Hospital, was Sie nicht sagen. Ich hatte keine Ahnung, dass sein Aufenthalt dort zum Medizinstudium gehört. Dies hatte auch nichts damit zu tun. Ich befand mich damals während meines letzten Semesters des Chemiestudiums dort und mir wurde eine junge Assistentin zugeteilt. Aha, und sie war ihre... Nein. Amoröse Leidenschaften sind, wie Sie wissen sollten, selten geeignet, sich mit... der glasklaren Vernunft zu vertragen, die Sie über alles stellen. Dies dürfte auch der gute Dr. Watson gemeint haben. Sie fasste schon bald eine Art Zuneigung zu mir, die mir enorm schmeichelte. Doch letztendlich sah ich ihre wahren Motive, warum sie es immer und immer wieder einzurichten verstand, viele Stunden, Abende, ja ganze Nächte allein mit mir im Labor zu verbringen. Das dürfte nicht schwer zu erraten sein. Sie irren. Sie bezweckte damit lediglich, sich ohne vorschriftsmäßige Unterschrift im Drogenregister der Chemiker eine ausreichende Menge Cyankali anzueignen, um damit ihren Gatten ins Jenseits zu befördern. Wie furchtbar. Allerdings. Ich erlitt den stärksten Schock meines Lebens. Leidenschaften... vernebeln die Vernunft und ziehen die Urteilsfähigkeit in Mitleidenschaft. Eigentlich habe ich nichts gegen tiefe Gefühle. In meinem Beruf jedoch sind sie mitunter von fataler Wirkung. Wie hieß doch gleich jene Geschichte, in der Ihre Erlebnisse mit den 120 Haremsdamen geschildert wird, die Sie vorhin erwähnten? Sie wurde, wenn ich mich recht erinnere, beschlagnahmt. Dem Verlag wurde eine empfindliche Geldbuße auferlegt, wegen Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Dr. Watsons Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt und er selber meiner Kuratelle als Bewährungshelfer unterstellt. Du meine Güte, es ist ja schon weit nach Mitternacht. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Gabrielle. Soweit Holmes' persönlicher Bericht. Als wir am nächsten Morgen den Zug verließen, forschte ich vergeblich in ihren beiden Gesichtern nach einem Indiz für das, was sich wohl während der nächtlichen Fahrt zugetragen habe. Sind die Gepäckstücke nachgezählt, James? Vollzählig vorhanden, Sir. Madame Valadon ergriff ihren Sonnenschirm, den sie wieder einmal mit fahrigen Bewegungen öffnete und wieder zusammenfaltete, wie sie es schon in unserer Wohnung getan hatte. Wie kommen wir von hier nach Glenorchy? Fragte Holmes mittlerweile einen Dienstmann. Oh, ei, eine Meile stadtauswärts. Was wollen Sie denn da? Meine Herrschaften lieben es, im Freien zu picknicken. Na, ich weiß nicht, ob das der richtige Platz für ein Picknick ist. Warum? Na, weil es ein Gottesacker ist. Ein Friedhof. Während wir dem Ausgang des Bahnhofs von Inverness zustrebten, bemerkte ich die Trappistenmönche, die ihre Kapuzen über die Köpfe gezogen hatten und im Gänsemarsch über eine eiserne Fußgängerbrücke trotteten, die die Gleise überspannte. Wir schienen genau im richtigen Augenblick in diesem Tal angekommen zu sein, denn während Holmes nachdenklich von einem Grabstein zum anderen schlenderte, als gälte es zwischen dieser wahrhaft gottverlassenen Begräbnisstätte und dem sich anscheinend ins Nichts aufgelösten Gatten von Madame Valadon eine Verbindung herzustellen, da machte mich eine seltsame Prozession stutzig. Einige Männer in der dunklen Kleidung der Totengräber trugen drei Särge zwischen den Gräbereien entlang, einen von normalen Ausmaßen und zwei kleinere Kindersärge. Nur ein Priester mit aufgeschlagenem Gebetbuch folgte ihnen. Holmes! Wir folgten dem eigenartigen Trauerzug in respektvollem Abstand, um nicht gesehen zu werden. Ohne Blumen oder Kränze, ohne trauernde Hinterbliebene. So erreichte der Zug schließlich einen Teil des Friedhofs, in dem frische Gräber ausgehoben worden waren. Zwei weitere Totengräber warteten dort, gestützt auf ihre Schaufeln, bis der Priester seine Gebetsformeln heruntergemurmelt hatte. Dann wurden die Särge in die Gräber hinabgelassen. Die beiden Totengräber machten sich an ihre Arbeit, während der Priester mit den anderen Männern den Friedhof verließ. Holmes führte uns rasch an die Gräber heran. Guten Morgen. Nur ein Kopfnicken war die Antwort. Viel zu tun, wie? Nee, eigentlich nicht. Ist eine gesunde Gegend hier. Manchmal gibt's wochenlang keinen Spatenstich zu tun. Und dann wieder mal gleich drei auf einen Schlag. Was ist denn passiert? Ein Unfall. Ein Vater und zwei Söhne, so sagt man. Sie sind im Loch Ness ertrunken. Leute von hier? Nee, hier kennt die keiner. Man erzählt sich, ihr Boot sei durch eine Welle zum Kentern gebracht worden. Wenn Sie mich fragen, ich glaube das nicht.
Und was glauben Sie? Naja, Sie können mich ja ruhig für einen Dorftrottel halten, der manchmal seine Nase zu tief ins Glas hängt. Aber ich habe mein ganzes Leben hier oben verbracht. Und wenn zwei Görn aus dem See gefischt werden, bei denen die Gesichter vor lauter Schreck wie alte Männer aussehen, dann kann das Kentern von einem Boot nicht der Grund dafür sein. So sollte man annehmen. Sie haben doch gesagt, man habe Ihnen erzählt, dass es ein Vater und seine zwei Söhne seien. Woher wissen Sie dann, wie sie ausgesehen haben? McLaren hat sie gesehen. Und dem glaube ich aufs Wort. Ich will Ihnen nichts weiter sagen, als dass Sie möglichst einen großen Bogen um Loch Ness machen sollten, falls Sie hier Ferien machen wollen. Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen. Schweigend vollendete er mit seinem Kollegen die Arbeit. Dann wurden drei primitive Holzkreuze in die Erdhügel gerammt, bevor die beiden Männer mit einem letzten stummen Kopfnicken in unsere Richtung ihres Weges zogen. Was für ein himmelschreiender Unsinn! Mitten im 19. Jahrhundert gibt es immer noch Menschen, die an derartige Fabelwesen glauben. Auf alle Fälle war es für mich eine ungeheure Erleichterung zu hören, dass es sich um einen Vater und zwei Söhne handelt. Ich schäme mich zwar dessen, aber es gibt mir die Gewissheit, dass nicht mein armer Amy in einem dieser Gräber liegt. Was sind das aber für Kisten, die hergebracht werden sollen? Und wer ist der rote Läufer, der zum Schloss kommt? Und welches Schloss kann damit wohl gemeint sein? Statt einer Antwort packte uns Holmes rasch an den Armen und zog uns in den Schutz einiger mächtiger Alben. Buchstäblich in der letzten Sekunde. Sonst wären wir von vier Knaben in Knickerbockern, die mit kleinen Blumensträußchen in den Händen über den Friedhof zu den drei Gräbern gingen, entdeckt worden. Mich würgte ein Kloß in der Kehle beim Anblick der Kinder, die dort in stillem Gebet niederknieten. Sie sind hergekommen, weil Ihre Brüder hier begraben liegen. Ihre Brüder? Und Kinder sind es auch nicht. Ich empfehle, sich die Gesichter einmal näher zu betrachten. Dann hob er ein Steinchen auf und schleuderte es unter genauester Berechnung der Flugbahn gegen eines der drei provisorischen Holzkreuze. Wie auf Kommando fuhren die Köpfe der vier Betenden herum und wir blickten aus unserem Versteck in die Gesichtszüge reifer Männer, auf kindlichen Körpern. Großer Gott! Sie besitzen die äußerste Körpergröße, die Sie je in Ihrem Leben erreichen werden. Es sind Zwerge? Lilliputaner, um genau zu sein. Ich lege Wert auf diese Bezeichnung zur Unterscheidung von kontinentalen Spielarten kindischer Märchenfiguren und Gartenzwerge. Aber wo ist hier ein Zusammenhang? Mein lieber Watson, erinnern Sie sich doch bitte. Würde es Ihnen vielleicht helfen, wenn ich Ihnen den Hinweis gebe, dass es sich um Akrobaten handelt? Absolut nicht. Entsinnen Sie sich nicht mehr? Die purzelnden Piccolos. Die Akrobatentruppe, die in einem Zirkus abhanden kam. Sechs Brüder. Aber ja doch. War das nicht der Fall, den Sie unlängst ablehnten? Genau, mein lieber Watson. Die vier Lilliputaner standen wieder auf und verließen den Friedhof, ohne uns zu bemerken. Mr. Holmes, wenn es sich bei den Begrabenen also nicht um einen Erwachsenen und zwei Kinder handelt, dann... Dann fragt es sich, wer in dem dritten Grab liegt. Wir lösten diese Frage noch in derselben Nacht. Kein Mond stand am Himmel. Nur der unheimliche Wind brauste über die Hügel dahin, als wir unser Hotel verließen und ein zweites Mal in das Tal der Eiben pilgerten. Dort gruben Holmes und ich im Schein einer Blendlaterne, die Madame Valadon hielt, das größere der drei Gräber auf. Nach etwa einer halben Stunde hatten wir es geschafft und Holmes kletterte mit einem Brecheisen hinunter auf den Sarg. Bereits nach wenigen Augenblicken verriet uns ein ächzendes Geräusch, dass mein Freund sein Werk vollbracht hatte. Madame Valadon und ich traten näher an die Grube heran. Im Schein der Laterne konnte ich gerade noch den Leichnam eines jungen Mannes mit über der Brust gefalteten Händen erkennen. Da stieß Madame Valadon neben mir einen spitzen Schrei aus, bevor sie ohnmächtig in meine Arme sank und ich somit verhindern konnte, dass sie in das offene Grab fiel. Watson? Erklang es nach einer längeren Pause aus der Grube. Ja, Holmes. Sehen Sie sich das an. Mein Blick folgte dem Schein der Laterne. Ich sah den kupfernen Ehering am Finger des Toten und dann zu dessen Füßen nebeneinander sechs tote Kanarienvögel, deren einst leuchtendes Gefieder eine schmutzig-graue Färbung angenommen hatte. Unsere Blicke trafen sich, doch wir sprachen kein Wort. Ich wandte mich wieder meinen ärztlichen Pflichten zu, während ich hörte, wie Holmes den Sarg schloss und das Grab zum zweiten Mal an diesem Tag zuschüttete.
Trotz des Schocks, der Madame Valadon in die Ohnmacht getrieben hatte, konnte sie nach einer Weile aus eigener Kraft mit uns ins Hotel zurückkehren, wo ich ihr ein starkes Schlafmittel einflößte. Am darauffolgenden Morgen eröffnete sie uns ernst und gefasst, keinesfalls zum jetzigen Zeitpunkt in ihre Heimat zurückzukehren. Sie habe nun zwar endlich ihren Mann gefunden, sie wolle jedoch nicht eher ruhen, bis sie die mysteriösen Umstände seines Todes aufgeklärt habe. Was mich weniger erstaunte, war die Tatsache, dass Sherlock Holmes erwiderte, auch er würde keinesfalls an Rückzug denken. So geschah es also, dass wir noch am selben Vormittag in einer Kutsche zum Loch Ness fuhren. Zu jenem sattsam bekannten Binnensee, der an manchen Stellen gut 200 Meter tief und durch den Fluss Ness mit der Moray-Bucht verbunden ist. Gabrielle Valadon und Holmes erfreuten sich dabei des Genusses, bequem in die weichen Polster der Kutsche zu sinken, während ich, gemäß meiner Rolle als Kammerdiener James, den harten Platz auf dem Bock neben dem Kutscher einnehmen musste. Eingehüllt in wärmende Decken versuchten wir durch die wallenden Frühnebel hindurch etwas von der Landschaft zu erkennen. Niemand sprach ein Wort. Wir alle waren beeindruckt von dem, was wir von der wilden, romantischen Landschaft des Hochlandes zu sehen bekamen. Schließlich erreichten wir das Caledonian Hotel, eine einfache, aber gemütliche Herberge, wo uns der Besitzer im Kilt ein herzliches Willkommen entgegenbrachte. Für Mr. und Mrs. Ashdown hatte er im zweiten Stock ein hübsches Zimmer reserviert, von wo aus man ohne Zweifel einen eindrucksvollen Blick auf den Loch Ness hatte, sofern der dichte Nebel es gestattete. Mein lieber Watson, was sagen Sie hierzu? Er legte mir einen kupfernen Ehering in die Hand. Ein kurzer Seitenblick auf die leise schluchzende Witwe klärte mich darüber auf, dass es nicht ihrer war. Holmes, bedeutet das etwa, dass Sie aus dem Grab? Wie ich unserer ungemein tapferen Gefährtin soeben erläutert habe, besteht zwischen ihrem Ehering und dem Ring aus dem Grab ein deutlicher Unterschied. Mit abgewandtem Gesicht hielt mir Madame Valadon ihre Hand hin, damit ich mich überzeugen konnte. Ein Vergleich zeigte mir sofort, dass das Kupfer ihres Traurings fleckenlos glänzte, wohingegen der andere Ring eine grünliche Verfärbung aufwies. Was hat das wohl zu bedeuten, Holmes? Dies ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass Ertrinken als Todesursache ausgeschlossen werden kann. Betreten ging ich ans Fenster und blickte hinaus auf den Loch Ness, der sich jetzt frei vom Nebel meinen Blicken darbot. Dabei fesselte plötzlich etwas meine Aufmerksamkeit in einem Maße, dass mir eisige Schauer der Erregung über den Rücken liefen. Holmes, ein Fernrohr, rasch! Was versetzt Sie in so große Aufregung, Watson? Was haben Sie erblickt? Das Ungeheuer vom Loch Ness! Hastig eilte mein Freund durch meinen schrillen Tonfall alarmiert zu meinem Mantel und folgte meiner Bitte. Mit zitternden Händen richtete ich die Schärfe und meinen Blick hinaus auf jenen schemenhaften Körper mit einem überlangen Dinosaurierhals. Sehen Sie, dort! Madame Valadon trat zu uns, während Holmes nun ebenfalls durch das Fernrohr auf den See starrte. Doch ausgerechnet in diesem Moment verschwand das Ungeheuer, ohne eine Spur auf der Wasseroberfläche zu hinterlassen. Ich sehe absolut nichts. Weil es verschwunden ist. Wenn es überhaupt dort gewesen ist. Holmes, ich schwöre Ihnen, ich habe es gesehen, so deutlich, wie ich Sie vor mir sehe. Mein lieber Watson, wir leben, wie Sie schon anmerkten, im 19. Jahrhundert. Womit Sie zum Ausdruck bringen wollen, dass Sie mir nicht glauben? Formulieren wir es so, dass ich an Ihrem Sehvermögen zweifle. Außerdem kenne ich Ihre Faszination für alles Bizarre und Mystische. Nun gut. Kommen wir also auf unser ursprüngliches Thema zurück. Was ist nun die Todesursache von Mr. Valadon? Er ist erstickt. Natürlich, beim Ertrinken erstickt man. Nicht nur dabei. Es gibt nur einen einzigen Stoff, der in der Lage ist, gleichzeitig kupfergrün zu färben und das Federkleid von Kanarienvögeln auszubleichen. Und zwar Chlorgas. Hoho, und Sie werfen mir Fantastereien vor? Ihre Theorie werde ich erst dann akzeptieren, wenn Sie auch mir Glauben schenken, denn ich habe draußen etwas gesehen. Das ist lächerlich. Durchaus nicht.
Ich bin weder alkoholisiert, noch habe ich Interesse daran, den hiesigen Fremdenverkehr zu unterstützen oder der Presse Schlagzeilen zu liefern. Und daher bestehe ich mit allem Nachdruck darauf, dass... Mein lieber Watson, ich erinnere Sie daran, dass der Zweck unserer Anwesenheit keinesfalls in der Jagd nach Gnomen, Elfen und sonstigen Fantasiewesen zu sehen ist. Besinnen wir uns also bitte wieder unserer nüchternen Logik und widmen wir uns der zur Verfügung stehenden Hinweise und Anhaltspunkte. Die da wären... Da ist zum Beispiel der Hinweis auf ein Schloss, bemerkte Holmes und blätterte bereits in dem Tourenführer des Hotelbesitzers, aus dem er schließlich eine Faltkarte der Umgebung herausklappte. Sie berufen sich auf die Logik, dabei sind Sie der unlogischste Mensch der Welt. Und warum, wenn die Frage erlaubt ist? Seit Jahren beleidigen Sie meine innersten Gefühle mit der Behauptung, ich besäße ein äußerst schlechtes Vorstellungsvermögen. Jetzt behaupten Sie, meine Beobachtung von vorhin sei nichts als das Produkt meiner regen Fantasie. Holmes hob zur Antwort lediglich seine Augen theatralisch zur Zimmerdecke. Dann vertiefte er sich wieder in das Studium der Landkarte. Fragt sich nur, welches Schloss? In den fortgeschrittenen Morgenstunden konnte ich erneut Gabrielle Valadons Energie bewundern, als sie hinter Holmes auf ein geliehenes Tandem stieg und mit meinem Freund jenem Schloss entgegenradelte, das dieser als ersten Bezugspunkt unserer Inspektionsfahrt auserkoren hatte. Ich selbst fuhr auf einem Dreirad hinter ihnen her. Die Sonne tauchte das Wasser des Loch Ness in ein glitzerndes Licht. Rechts und links unseres Weges befanden sich grüne Wiesenhänge, auf denen Schafe weideten. Wie wir so durch die Landschaft radelten, in unserer sportlichen Kleidung und mit dem an meiner Lenkstange befestigten Picknickkorb, hätte uns jedermann für vergnügte Urlauber gehalten, deren gute Laune nicht von Sorgen belastet war. Doch zu den durchaus vorhandenen Sorgen sollte sich schon bald herbe Desillusionierung gesellen. Das erste Schloss, schroff und unheimlich, der herben Landschaft entsprechend, barg nichts in seinem Innern, das für uns interessant gewesen wäre. Das traf auch für alle anderen Schlösser zu, die wir nacheinander in rascher Folge besichtigten. Ich begrüßte daher Holmes' Vorschlag sehr, gegen Mittag auf einer Wiese eine Verschnaufpause einzulegen. Wir können mittlerweile 8 Schlösser verzeichnen, durch die der Wind pfeift. Darüber hinaus Schafherden, die wir beinahe überfahren hätten. Außerdem haben wir ohne größere gesundheitliche Schädigungen die schrillen Klänge der Dudelsäcke überstanden und sind nun alles in allem so klug wie zu Beginn unserer denkwürdigen Expedition. Die Preiselbeersoße, James. In dem Moment registrierte ich einige Gestalten, die des Weges kamen. Sogleich erkannte ich in ihnen jene 7 Mönche, mit denen ich im Zug das Abteil geteilt hatte. Hallo. Guten Tag und guten Weg. Natürlich zollten sie mir nicht die geringste Beachtung, was ich auch nicht wirklich erwartet hatte. Madame Valadon jedoch erhob sich aufgeregt und hantierte einmal mehr nervös an ihrem Sonnenschirm herum. Oh, da, eine Biene! Weg mit dir, schreckliches Tier! Das schien die Aufmerksamkeit des stattlichen Obermönchs, oder wie immer man ihn zu bezeichnen hatte, zu erregen. Er blickte kurz in unsere Richtung. Dann aber bewegte sich die Kolonne stumm weiter die Straße entlang, bis sie unseren Blicken entschwand. Waren das Freunde von Ihnen? Nein, nur ein paar Mönche. Trappisten. Ich begegnete ihnen im Zug. Sonderbarerweise las einer von ihnen, ob sie es mir glauben oder nicht, ausgerechnet im Buch Jonas. Seltsam, nicht wahr? In der Tat. Wenig später traten wir bereits wieder kräftig in die Pedale. Unser Ziel war eine weit in die See hinausragende Landzunge, auf der sich die Ruine von Urquhart Castle befand. Ein wirres Durcheinander verfallener Schlossgemäuer, eines Wachturms und verschiedener anderer Gebäudeteile. Das alles war recht verkommen und unübersehbar seit Jahren völlig vernachlässigt. Im Innern jedoch entdeckten wir zu meinem Erstaunen riesige Gerüste sowie etwa 2 Dutzend Männer, die mit Restaurierungsarbeiten beschäftigt waren. Im Steinschutt des Innenhofes standen Baracken und Zelte als Unterkünfte, zwischen denen Wäscheleinen gespannt waren. Dies alles entdeckten wir vom Tor aus, vor welchem wir abgestiegen waren. Betreten verboten, warnte uns ein unübersehbares Schild. Ein älterer Mann im Kilt eilte uns entgegen. Ich bedauere sehr, die Herrschaften. Während der Umbauarbeiten ist das Schloss für Besucher geschlossen. Äußerst bedauerlich.
Ich hätte meiner Frau besonders gerne Urquhart Castle gezeigt. Der Turm soll doch, wenn ich mich recht entsinne, ein sehenswertes Bauwerk aus dem Jahre 1400 sein. Das ist wohl wahr. Ach, das ist ärgerlich. Wie war das doch noch gleich? Da regierte Jakob der Zweite oder war es etwa doch schon Jakob der Dritte? Letztere. Kommen Sie nächstes Jahr wieder vorbei. Dann führe ich Sie gerne herum. Wir bestiegen unsere Räder und fuhren wieder von dannen. Ein auffallend ungebildeter Bursche. In welcher Hinsicht? Baujahr 1500, Jakob der Vierte. Das ist bei einem amtlichen Fremdenführer recht merkwürdig. Und wenn er keiner ist? Holmes bremste plötzlich scharf und hob die Hand. Still, horchen Sie. Ich lauschte, wie mir befohlen, konnte jedoch außer heiterem Gezwitscher nichts vernehmen. Fällt Ihnen kein besonderes Geräusch auf? Nicht die Spur. Die Vögel vollführen ja geradezu ein Höllenspektakel. Genau, das meine ich. Und es handelt sich nicht um irgendwelche Vögel, sondern es sind unsere gefiederten Freunde aus der Ashdown Street. Gabriel Valadon und ich blickten in die Richtung seines ausgestreckten Zeigefingers und entdeckten auf der Uferstraße, die zum Schloss führte, ein Pferdefuhrwerk. Auf dem Kutschbock saßen die beiden Männer, die das Geschäft mit der Herzogin abgewickelt hatten. Und das Gezwitscher drang eindeutig aus dem Innern des Gefährts. Jetzt hielt das Fuhrwerk an. Zwei Männer in Arbeitskleidung eilten vom Schloss herbei und ließen sich den Käfig mit den Kanarienvögeln aushändigen, den wir bereits von London her kannten. Dann wurde die Plane zurückgeschlagen und eine schwere Holzkiste herausgehoben, auf der ich mit bloßen Augen folgende Inschrift erkennen konnte. Vorsicht! Stark ätzend! Schwefelsäure! Schwefelsäure? Was bedeutet das nun schon wieder? Wir entdecken wirklich alle Augenblicke neue seltsame Dinge. Das ist durchaus nicht seltsam. Jedem Chemiker ist klar, was hier gespielt wird. Schwefelsäure lässt mit Meerwasser in Verbindung gebracht Chlorgas entstehen. Ach nein. Der Burgturm könnte sich unter Umständen als äußerst sehenswert herausstellen. Ich nickte, wenn auch mit gemischten Gefühlen, angesichts der drei Doggen, mit denen der so seltsam ungebildete Fremdenführer vor das Tor trat. Eilig radelten wir aus Sicht und Hörweite der merkwürdigen Vorgänge. Nach einiger Zeit fühlten wir uns in Sicherheit und drosselten unser Tempo. Wohin jetzt, Holmes? Zurück zum Hotel. Und dann? Mein lieber Watson, ich habe das Gefühl, dass wir mit unserer Radtour Ihrer alten Kriegsverletzung genügend zugesetzt haben. Ich schlage daher für den Nachmittag eine Bootspartie vor, wenn Madame Valadon einverstanden ist. Es wäre mir ein außerordentliches Vergnügen. So ruderten wir Stunden später im Schein der untergehenden Sonne über dem Loch Ness. Über dem See lag bereits eine empfindliche Kühle und die ersten Anzeichen des Abendnebels ließen sich erkennen. Dramatische Ereignisse lagen in der Luft und mehr als einmal griff ich an meine Tasche, wo ich zu meiner Beruhigung meinen alten Dienstrevolver verborgen hielt. Holmes hatte sich, wie üblich, nicht berufen gefühlt, mir seine Pläne zu erläutern. Gemeinsam legten wir uns in die Ruder. Als die Sonne hinter den zerklüfteten Bergrücken unterging, waren wir in Sichtweite jener Landzunge, der wir vor einigen Stunden erst einen Besuch abgestattet hatten. Nebelschwaden umzogen das unheimliche Gemäuer. Plötzlich starrte Gabriel Valadon mit aufgerissenen Augen an mir vorbei aufs Wasser. Holmes und ich drehten uns um, den Grund ihres Erschreckens herauszufinden. Wirbelnde Nebelschwaden nahmen uns zunächst die Sicht. Dann aber sahen auch wir es. Das Ungeheuer vom Loch Ness. Knappe 100 Meter von uns entfernt bewegte es sich parallel zu uns auf dem gleichen Kurs. Ein langer Rücken glänzte über der Wasseroberfläche und steil war sein hässlicher Hals in die Höhe gerichtet. Wie ein Boot der Wikinger. Kleine Hörnchen, wie bei einer Giraffe, krönten sein Haupt, das einem Skelett glich, das mit langen, spitzen Zähnen gesäumt war. Dunkle, unheimliche Glotzaugen funkelten tückisch. Kleine Dampfwolken stiegen aus den Nasenlöchern. Ein gleichermaßen unglaubliches wie abscheuliches Bild bot sich uns. Rasch, ihm nach! Kraftvoll stemmten wir uns in die Ruder.
Doch zu meiner Betroffenheit musste ich erkennen, dass das Ungeheuer seinen Kurs nicht hielt. Wir waren im Begriff, genau in seine Bahn hineinzurudern. Holmes, wäre es nicht vorzuziehen, dass wir von ihm wegrudern? Sehen Sie da! Aufmerksam gemacht durch unsere Gefährtin entdeckten wir jetzt, dass das Ungetüm untertauchte. Einige Sekunden lang ragte noch sein furchterregender Hals über die Wasseroberfläche, aber dann entschwand es endgültig unseren Blicken. Holmes, glauben Sie mir jetzt endlich. Es ist weg. Spurlos verschwunden, wie heute Morgen. Schweigen Sie und horchen Sie lieber. Still verharrten wir im Boot. Doch außer dem leisen Plätschern der Wellen war nichts zu hören. Haben Sie Ihr Stethoskop bei sich? Selbstverständlich. Holmes nahm es mir aus der Hand und schickte sich zu meinem großen Erstaunen an, die Wasseroberfläche abzuhorchen. Madame Valadon und ich beobachteten ihn kopfschüttelnd. Aha. Ich höre etwas. Trotz der Dunkelheit konnte ich erkennen, dass unsere Begleiterin kreidebleich wurde. Und auch ich spürte, wie mir eine Gänsehaut über den Rücken kroch. Es kommt näher! Augenblicklich ergriff ich eines der Ruder, um damit allen Eventualitäten wehrhaft begegnen zu können. Gleichzeitig zog ich meinen Revolver. In dem Moment teilte sich das Wasser und dicht neben uns tauchte der Kopf des Untiers aus den dunklen Fluten auf. Madame Valadon kreischte. Mir drehte sich bei dem entsetzlichen Anblick der Magen um. Dann kenterte unser Boot. Wir wurden in das eisige Wasser geschleudert. Noch einmal hörte ich die Stimmen von Holmes und Gabrielle Valadon. Dann schlug das Wasser über mir zusammen. Ich sank hinab in die dunkle, tödliche Tiefe. Mit aller Energie kämpfte ich gegen den Sog, der mich auf den Grund des Loch Ness zu ziehen versuchte. Und es gelang mir tatsächlich, mich wieder an die Wasseroberfläche zu kämpfen. Watson, Mann Gottes, so halten Sie sie doch fest! Jetzt erst wurde mir bewusst, dass dicht vor meinen Augen Madame Valadon mit totenblassem Gesicht im Wasser trieb. Ich schwamm zu ihr und nahm sie so gut ich konnte in meine Arme, wobei ich versuchte, uns beide vor dem Untergehen zu bewahren. Sind Sie wohlauf? Ja. Meinen Schirm habe ich verloren. In einiger Entfernung entdeckte ich unser kieloben treibendes Boot, an das sich Holmes klammerte. Mit ein paar kräftigen Schwimmzügen brachte ich Gabrielle Valadon und mich ebenfalls dorthin. Sehen Sie sich das an, begrüßte mich mein Freund und wies mit dem Finger auf Schloss Urquhart Castle. Erstaunt konnte ich sehen, wie sich das rings um den Turm errichtete Gerüst langsam hob, bis über den Turm hinaus, um sich dann ebenso langsam wieder zu senken. Was in aller Welt bedeutet das? Dass unser Ungeheuer nach erledigtem Tagwerk heimgekehrt ist. Ein Beispiel, dem wir folgen sollten. Nach unserem aufregenden und strapaziösen Abenteuer glücklich wieder in unserem Hotel angekommen, setzten wir uns in wärmende Decken gehüllt an das prasselnde Kaminfeuer. Holmes schien erleichtert, so wie ich auch, dass unser Bootsausflug glimpflich ausgegangen war. Ich war begierig, etwas von seinen Gedankengängen zu erfahren, gab mich aber keinen Illusionen hin, dass er mich daran teilhaben ließ. Schließlich wusste ich seit Jahren, dass er ausgerechnet dann sehr verschwiegen war, wenn wir uns bei der Lösung eines Falles in dem entscheidenden Stadium befanden. Es mag zwar sonderbar erscheinen, aber die derzeitige Situation erinnert mich an etwas. Ich vermochte ihm nicht so recht zu folgen und blickte ihn fragend an. Nun, denken Sie doch nach. Das Ballett. So erinnern Sie sich doch. Dort gab es auch einen See und ein Schloss und einen Schwan, der keiner war. Hier stoßen wir auf ein Ungeheuer, das keines ist. Überlegen Sie doch. Was ist das? Man füttert es mit Kanarienvögeln und Schwefelsäure und es hat eine Maschine als Herz. Ich vermag es nicht, Ihnen zu folgen. Strengen Sie sich bitte an. Ich zermarterte mir das Gehirn. Meine nicht gerade regen Gedanken wurden aber von Madame Valadon, die dicht beim Feuer auf einem Divan lag, unterbrochen. Wie bitte? Was sagten Sie, eine Maschine? Allerdings. Durch meine Überprüfung mit dem Stethoskop weiß ich zweifelsfrei, dass uns ein mechanisches Ungeheuer begegnet ist. Liebe Güte, Sachen gibt's. Es besitzt künstliche Organe.
und ist, wie ich dank der an die Wasseroberfläche steigenden Luftblasen annehme, vermutlich mit einer neuartigen Luftpumpe versehen. Vermuten Sie, dass mein Mann in diese sonderbare Geschichte involviert war? Davon gehe ich aus. Warum sollte jemand die sonderbare Idee haben, ein mechanisches Loch Ness-Ungeheuer zu bauen und auf die Menschen loszulassen? Das ist doch mit Sicherheit dem Tourismus eher abträglich. Das sehe ich auch so. Und welchen Grund könnte es sonst haben, die Menschen in Angst zu versetzen? Sicher kaum. Warum wollte man verhindern, dass ich meinen Mann ausfindig mache? Warum wurde er anonym bestattet? Das wirft doch ein höchst zwiespältiges Licht auf die ganze Angelegenheit. Ich meine zu wissen, was man damit bezweckte. Genau genommen, noch bezwecken möchte. Wer ist Mann? Das liegt doch auf der Hand, mein lieber Watson. Die schottische Schlösser- und Seenverwaltung. Ja, bitte. Der Hotelbesitzer betrat den Raum und überbrachte Holmes eine überdimensionale Sektflasche. Ich habe nichts dergleichen bestellt. Das stimmt, ja. Sie möchten ihn bitte nur überbringen. Wem und wo, wenn ich fragen darf? Das ist mir nicht bekannt, Sir. Aber der Wagen wartet schon auf Sie. Der Besitzer zog sich mit einem devoten Diener zurück. Holmes fackelte nicht lange, warf sich den Umhang über, setzte seine Mütze auf und ergriff die Flasche. Watson, Sie bleiben besser hier bei Madame Valadon. Ich werde Sie keineswegs alleine fahren lassen. Madame befindet sich hier im Hotel eher in Sicherheit als Sie, wenn Sie mit unbekanntem Ziel in die Nacht verschwinden. Ich bin sehr erschöpft, Mr. Holmes. Ich würde mich Ihnen ja anschließen, aber... Das kann ich mir vorstellen. Um dennoch Ihre Sicherheit zu gewährleisten, werden wir Ihre Türe von außen doppelt verriegeln. Das ist doch sicher nicht erforderlich. Hoffentlich. Dennoch werden wir so vorgehen. Sollte Ihnen etwas zustoßen, könnte ich mir das niemals verzeihen. Schöpfen Sie derweil wieder Kraft und wollen wir hoffen, dass die mysteriöse Angelegenheit aufgeklärt ist, wenn wir wieder zurück sind. Vor dem Hotel stand bereits ein Zweispänner. Der Kutscher war zu meinem Erstaunen jener Herr im Kilt, dem wir bereits als Fremdenführer von Schloss Urquhart Castle begegnet waren. Und wohin soll uns die Fahrt führen? Bitte steigen Sie schleunigst ein. Wir liegen schlecht in der Zeit. Wir stiegen kommentarlos und folgsam wie Penela ein. Sie entführen uns wohl auf eine Feier? Die Gästeliste wird Sie bestimmt nicht enttäuschen. Verraten Sie uns auch, wer der Gastgeber ist? Jonas! Ich lehnte mich in die Polster der Kutsche zurück und umfasste zu meiner Beruhigung meinen Revolver, den ich zu unserem Schutze bei mir trug. Und ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass die Waffe, soweit es nötig war, auch funktionieren würde. Als wir das Schloss erreichten, bot es einen noch unheimlicheren Eindruck, als ich es in Erinnerung hatte. Blakende Fackeln schenkten düsteres Licht, das das alte Bauwerk rötlich-gelb ummantelte. Überall eilten Menschen umher und wir fuhren ungehindert in den Innenhof. Der Kutscher deutete uns mit einer fuchtelnden Handbewegung die Richtung. Mein Freund und ich stiegen aus und gingen gemessenen Schrittes los. Dabei beobachtete ich Holmes von der Seite und bemerkte, dass er die Flasche wie eine Keule trug, bereit, jeden Moment damit zuzuschlagen. Mit einem Mal spürte ich, dass meine Füße auf weichen Untergrund traten. Meine Augen, die ich bisher, der Vorsicht gebietend, nur auf die Umgebung gerichtet hatte, schweiften auf den Boden, auf einen roten Teppich. Einen, der vom Schlosshof genau zum Turm führte. Der rote Läufer. Durchfuhr es mich siedend heiß. War das möglicherweise das fehlende Stück in dem Puzzle? Als mein Blick die Gestalt eines Mannes erfasste, stieß ich ein lautes Erstaunen aus. Er hielt die Hände hinter dem Rücken verschränkt und musterte uns von Kopf bis Fuß. Guten Abend, Mycroft. Mein lieber Mycroft. Unseretwegen hättest du keinen roten Läufer ausrollen müssen. Euretwegen wurde er es auch nicht, mein lieber Bruder. Ich hoffe, dass ihr saubere Füße habt. Mycrofts Lächeln wurde eine Spur breiter. Dann griff er nach der Flasche, die Holmes immer noch festhielt. Den Tropfen kannst du mir überlassen. Das ist nicht gerade ein guter Jahrgang. Ja, da pflichte ich dir bei. Er ist aber nicht zum Trinkgenuss vorgesehen. Antwortete Mycroft und wandte sich dann an den Herrn im Kilt, der neben ihm stand. Eine Schlinge um den Hals. Meine Hand glitt bei diesen Worten instinktiv in die Tasche, bevor mir bewusst wurde, dass tatsächlich der Flaschenhals gemeint war.
Mycroft verfolgte die Bewegung meiner Hand, doch eine Bitte seinerseits, ihm die Waffe auszuhändigen, blieb aus. Er bat uns stattdessen, ihm in das Innere des Zeltes, vor dem er stand, zu folgen. Verblüfft hatte ich den Eindruck, die Werkstatt eines Mechanikers zu betreten. Maschinenteile, Schwungräder und sonstige Teile, wohin ich auch sah. Dann aber registrierte ich Gegenstände, die mir in unheimlicher Weise bekannt waren. Neben meinem Feldbett stand ein Koffer, auf den groß der Name Valadon gepinselt war. An dem Koffer lehnte Gabriel Valadons Sonnenschirmchen und auf ihm lag mein Stethoskop, das ich bei unserem unfreiwilligen Bad im Loch Ness verloren hatte. Ich liege sicher nicht fehl in der Annahme, dass dieser Sonnenschirm eurer reizenden Begleiterin und jenes Stethoskop deinem Kammerdiener gehören? So ist es. Da komme ich gleich auf die Ereignisse auf dem Loch Ness zu sprechen. Was weißt du? Oder besser gefragt, was glaubst du zu wissen? Ich nehme an, ihr erprobt eine Art von Unterwasserfahrzeug, das ihr als Ungeheuer getarnt habt. Es wird von einer aus Kleinwüchsigen gebildeten Mannschaft betrieben. Darüber hinaus vermute ich, dass dieses Unterwasserschiff mittels Strom aus Schwefelsäure-Akkumulatoren angetrieben wird. Aus diesem Grunde werden an Bord lebende Gasdetektoren mitgeführt. Kanarienvögel. Ich muss gestehen, es handelt sich wirklich um eine geniale Erfindung. Ah, so genial nun auch wieder nicht. Derzeit wird in 4 Nationen an der Entwicklung eines Tauchbootes gearbeitet. Bislang konnte aber niemand das Hauptproblem lösen. Dem Boot eine so lange Tauchzeit zu ermöglichen, um es wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen. Was sagt denn die Heilige Schrift dazu, mein lieber Bruder? Und Jonas war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Das war unsere Zielsetzung. Dank der von Emile Valadon entwickelten Luftpumpe war es uns möglich, unsere Konkurrenten erblassen zu lassen. Es handelt sich um ein kompliziertes Filtriersystem, das natürlich einige Versuche notwendig machte. Bei denen es eine Panne gab. Leider, leider. Während einer Probefahrt entstand durch Überdruck im Metallrumpf ein Leck. Das eindringende Salzwasser vermischte sich mit der Schwefelsäure aus den Akkumulatoren und es wurde Chlorgas freigesetzt. Ehe das Boot wieder auftauchen konnte, erstickten Valadon und 2 weitere Besatzungsmitglieder. Und um euer Geheimnis nicht zu offenbaren, habt ihr sie einfach verscharrt. Mycroft nickte betrübt. Hier sehen Sie, wozu der Diogenes-Club alles fähig ist. Es war von grundlegender nationaler Bedeutung, diese Tatsachen vor eurer Klientin geheim zu halten. Deshalb wolltet ihr Madame Valadon daran hindern, ihren Gatten ausfindig zu machen. Eure Madame Valadon ist eine völlig andere. Ich möchte dich nicht verdächtigen, im vollen Bewusstsein gehandelt zu haben, aber es bleibt dennoch Tatsache, dass du der kaiserlich-deutschen Reichsregierung in die Hand gearbeitet hast. Denn diese hat sich für den belgischen Ingenieur interessiert, genauer gesagt für seine Erfindung. Es war ihr bekannt, dass er in unseren Diensten stand. Sie war jedoch nicht in der Lage, seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Daher wurdest du eingespannt. Englands klügster Kopf oder zweitklügster Kopf, wenn mir meine angeborene Bescheidenheit eine derartige Feststellung nicht verbieten würde. Du, mein werter Bruder, hast dich um die Wilhelmstraße verdient gemacht. Sherlock Holmes schien es tatsächlich die Sprache verschlagen zu haben. Aber Madame Valadon... Weilt nicht mehr unter den Lebenden. Die Deutschen haben sie vor einigen Wochen in Brüssel ermordet. Erklärte Mycroft und nahm von einer Kiste neben dem Feldbett einen Bilderrahmen, in dem das Bildnis einer jungen Frau steckte. Das hier war die echte Gabrielle Valadon. Es bestand tatsächlich keine Ähnlichkeit zwischen der Abgebildeten und der Madame Valadon, die mein Freund und ich kannten. Die Frau, die mit angeblichem Gedächtnisverlust aus der Themse gefischt und in eure Obhut gebracht wurde, gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Spioninnen. Man hat sie dir äußerst geschickt untergejubelt, damit du sie an ihr Ziel führst. Die Luftpumpe. Kommen noch mehr Besucher? Eine Besucherin, um genau zu sein. Ihre Initialen werden Ihnen nicht unbekannt sein. In der Tat stand VR auf den Klapptüren der prächtigen Karosse, die in den Schlosshof einfuhr. Eine Krone zierte die beiden Buchstaben. 2 Vorreiter kündigten die Ankunft der Prachtkutsche an, die von 4 Schimmeln gezogen wurde.
Wir warteten in der Gesellschaft mehrerer Herren, die uns als Wissenschaftler vorgestellt worden waren, bis das Gefährt dicht vor uns hielt. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie der Lakai die Klapptür öffnete, um einer untersetzten Person beim Aussteigen behilflich zu sein. Es war Ihre Majestät, die Königin Victoria. Majestät. Sie reichte ihm huldvoll die Hand, die er respektvoll an seine Lippen führte. Darf ich hoffen, dass Sie eine angenehme Reise hatten, Majestät? Sie war sehr ermüdend. Aber wir sind bester Hoffnung, dass dieser Besuch der Mühe wert ist, Mr. Holmes. Ich versichere Eurer Majestät, dass dies der Fall sein wird. Mit einem kleinen Hofstaat im Gefolge schritt die Queen würdevoll den roten Läufer entlang. Nun, Mr. Holmes, was hat es mit diesem kuriosen Schiff auf sich, zu dessen Taufe Ihre Einladung an uns ergangen ist? Wir nennen es Tauchboot, Majestät. Es fährt unter Wasser. Im höchsten Maße sonderbar. Sie erreichten die Gruppe von Herren, in deren Mitte Holmes und ich die Ereignisse verfolgten. Majestät, ich erlaube mir, euch mit einigen der Ingenieure und Wissenschaftler, die einen entscheidenden Beitrag für die Konstruktion unseres Tauchbootes geleistet haben, bekannt zu machen. Mycroft Holmes begann, jeden einzeln vorzustellen. Doch bald unterbrach die Queen die Parade. Seien Sie versichert, dass Englands Krone stolz auf Sie ist, meine Herren, dass es den Menschen möglich sein wird, in die Lebensbereiche der Fische abzutauchen und seine Kenntnisse über die Unterwasserwelt zu erweitern, ist schon einen Orden wert. Die Monarchin war ein paar Schritte weitergegangen und vor Sherlock Holmes stehen geblieben. Und welchen Beitrag haben Sie bei diesem Unternehmen geleistet, junger Mann? Ich fürchte keinen, Majestät. Dies ist mein Bruder, Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes? Wir haben Ihre diversen Unternehmungen immer mit großem Interesse verfolgt. Sind Sie gegenwärtig mit einer Ihrer aufregenden Recherchen befasst? So könnte man es nennen, Majestät. Dann werden wir ja bald Dr. Watsons Bericht darüber lesen können. In diesem Augenblick rettete das schräge Gewimmer von Dudelsäcken meinen armen Freund vor weiterer Blamage. Nun nehmen die Feierlichkeiten wohl ihren Anfang. Wo liegt denn nun Ihr Unterwasserboot? Im Turmverlies. Äußerst behende für ihre gewichtige Figur schritt die Queen mit Mycroft über den roten Läufer dem Turm entgegen. Wir konnten mit den beiden nur mühsam Schritt halten. In dem Burgturm gelangten wir über eine eiserne Wendeltreppe in eine große, aus dem Fels gehauene Kammer hinab. Dabei hallten unsere Schritte unheimlich von den Gewölbewänden wider. Der Boden war wohl erst in letzter Zeit zementiert worden und bildete eine abfallende Ebene, einer Rampe gleich, deren unterer Bereich vom Wasser umspült wurde. Dort befand sich ein Zugang zum Loch Ness. Am oberen Teil dieser Rampe lag das Tauchboot. Aus der Nähe betrachtet wirkte es wie eine verunglückte Kreuzung zwischen einer Zigarre und einem Kürbis. Der Körper hatte keine Bullaugen und bestand aus Metallplatten, die durch unzählige Nieten zusammengehalten wurden. Der Einstieg in das Ungetüm war offenkundig durch eine Luke zu bewerkstelligen, die auf dem oberen Teil des Bootes bereits geöffnet war. Ein Teil des Rumpfes war auf beiden Seiten wie eine Art Rohr gestaltet, aus dem je ein Gebilde ragte, das die Form einer Granate besaß. Ich stellte mir die berechtigte Frage, was Granaten mit der Erforschung der Unterwasserwelt zu schaffen hatten. Auf dem metallenen Rumpf war der Name HMS Jonas zu lesen. An einer Schnur vom Bug herab baumelte an dieser Stelle die Champagnerflasche, die wir mitgebracht hatten. Auf Deck turnten 4 Lilliputaner in Marineuniformen herum. An einer langen Kette richteten sie den Hals des Schiffsungeheuers langsam auf. Während wir die Treppe hinabstiegen, erklang das Kommando stillgestanden. Schnell bildete sich eine Gasse, um Victoria Regina mit militärischer Ehrerbietung zu empfangen. Ihrer Majestät Schiff Jonas. Und welchem Zweck soll dieser ekelerregende Wasserspeier dienen? Es handelt sich um eine Attrappe, Majestät. Um Haie abzuschrecken? Mycroft nickte und gab dann den Kleinwüchsigen ein Zeichen. Der Mannschaft ist es eine Ehre, Eurer Majestät nun die Funktionen des Tauchbootes zu demonstrieren.
Sind die Herren nicht etwas zu klein für Matrosen? Unstreitig, Majestät. Jedoch wegen des beschränkt verfügbaren Innenraums hat die königliche Marine eine Ausnahme erlassen. Einer Geste von Mycroft entnahm ich, dass er die Königin aufforderte, in das Schiff zu steigen. Nach kurzem Zögern folgte sie der Einladung. Holmes und ich taten es ihr nach. Wir mühten uns durch die enge Röhre in Jonas' Magen und spürten unter uns das Vibrieren von Maschinen. Es erwartete alle ein heilloses Durcheinander stampfender, dröhnender, zischender Gerätschaften. Die kleinwüchsigen Matrosen wieselten flink einher und vermittelten den Eindruck eines eingespielten Teams. Über uns zwitscherten Kanarienvögel munter in ihrem Käfig. Durch die Geräuschkulisse vernahm ich vage Mycrofts Stimme. Er erklärte Queen Victoria alle wichtigen Details. Schon gut, schon gut. Majestät suchen? Ja, wo ist denn der gläserne, durchsichtige Boden? Ich verstehe nicht. Der gläserne Fußboden, durch den man die Fische beobachten kann. Majestät, dies ist nicht der Hauptgedanke bei der Konstruktion dieses Tauchbootes gewesen. Wie ist dies zu verstehen? Wir sind im Begriff, Majestät, die HMS Jonas als Kriegsschiff umzufunktionieren. Wie bitte? Stoppen Sie die Maschinen. Sofort. Auf einen Befehl von Mycroft setzte eine fieberhafte Betriebsamkeit ein. Dann herrschte absolute Stille. Ich fordere umgehend eine Erklärung. Die Admiralität betrachtet dieses Schiff als absolut epochale Entwicklung auf dem Sektor der Kriegsmarine. Es ist in der Lage, feindliche Schiffe zu entdecken und zu vernichten, wobei es selbst völlig unsichtbar bleibt. Wollen Sie damit sagen, dass es andere Schiffe unter Beschuss nimmt, während es selbst unter Wasser bleibt? Dies ist in der Tat das Geniale unserer Erfindung, Majestät. Ihrer Aufmerksamkeit werden mit Sicherheit nicht jene Rohre dort verborgen geblieben sein, in denen eine granatenähnliche Munition steckt. Es handelt sich dabei um Torpedos, die sich auf Distanzen bis zu 40 Metern als ziel- und treffsicher erwiesen haben. Was besagt, dass dieses Schiff unter Wasser seinen Gegner unter Beschuss nimmt, ohne Warnung? So ist es, Majestät. Und auch ohne Hissen der Flagge? Mr. Holmes, was Sie da kundtun, ist keinesfalls amüsant. Ich bitte ergebenst... Dies ist höchst unsportlich und nicht englisch. Dies ist höchst geschmacklos. Solch unfaire Kriegsschiffe sind unakzeptabel. Ja. Was werden sich Ihre Herren Wissenschaftler denn als nächstes einfallen lassen? Majestät, es steht im Augenblick viel auf dem Spiel. In Deutschland befasst sich Graf Zeppelin mit dem Bau eines Luftschiffes, das... Was sollte ein Schiff in der Luft zu suchen haben? Feindliche Ziele, Majestät. Es soll sich um eine Art von starrem Ballon handeln, der in der Lage ist, London zu überfliegen und eine Bombe auf den Buckingham Palace zu werfen. Dieses Luftschiff wird im ausdrücklichen Auftrag des Kaisers gebaut. Enkel Willi soll dazu imstande sein? Diese Unterstellung ist ungeheuerlich. Es liegen schlüssige Beweise vor, Majestät. Wie dem auch sei. Diese widerwärtige Erfindung ist eine Schande für England. Setzen Sie dieses Schiff auf Grund, und zwar schnellstens. Das ist ein Befehl. Gestatten, Majestät, den Hinweis... Nein, Mr. Holmes. Setzen Sie es auf Grund. Und nun wird es Zeit, unverzüglich nach Balmoral zurückzufahren. Mycroft, dieses Mal sind wohl beide Brüder Holmes über eine Frau gestolpert. Eine Schande. Diese technische Leistung und die damit in Zusammenhang stehende Leistung unserer Spionage. Und das ist nun alles verloren. Wenn die Deutschen nun tatsächlich so scharf hinter dem Boot her sind wie der Teufel hinter der armen Seele. Was dann? Darf ich dich um einen Gefallen bitten, Sherlock? Aber natürlich, mit dem größten Vergnügen. Da deine Beziehungen zu der reizenden Spionin bereits einen Grad der Intimität erreicht haben... Worauf willst du hinaus? Später. Zunächst müssen wir die Königin verabschieden. Dann werde ich dich in meinen Plan einweihen. Wir eilten den anderen nach, sahen Victoria Regina, ihre Majestät, die Königin von England, ihre Karosse besteigen, um sich auf den Heimweg zu begeben, ohne die Zurückbleibenden auch nur noch eines Blickes zu würdigen.
Als die Prachtkarosse der Königin unseren Blicken entschwand, zogen sich Holmes und sein Bruder Mycroft in eine Ecke zurück, wo sie zu meinem großen Bedauern außerhalb meiner Hörweite über eine Viertelstunde lang ernst und lebhaft aufeinander einsprachen. Schließlich schienen sie eine Vereinbarung getroffen zu haben, die sie mit einem kräftigen Händeschütteln besiegelten. Dann kehrten sie zu mir zurück und wir nahmen rasch Abschied voneinander, wobei ich von Mycroft noch mein Stethoskop ausgehändigt bekam. Während ich das Gerät wieder in meinen Hut einrollte, hob mein Freund etwas auf. Eines steht fest, dass wir nichts dagegen haben sollten, dass sie ihren Sonnenschirm zurückerhält. Holmes, wenn es stimmt, was Ihr Bruder... Es stimmt. Wenn Mycroft über eine Angelegenheit nicht bis ins letzte Detail und mit absoluter Bestimmtheit informiert ist, spricht er nicht darüber. Was soll denn mit ihr geschehen? Und was wird aus dem Tauchboot? Mein lieber Watson, ich irre sicher nicht, dass der unerwartete Kontakt mit Ihrer königlichen Majestät Sie ausgiebig für versäumten Nachtschlaf entschädigt hat. Ich darf vorschlagen, unverzüglich dem Hotel und unserem Frühstück zuzustreben. Von den dortigen Fenstern genießt man eine hervorragende Aussicht auf den Loch Ness. Und mein Fernrohr liegt auf dem Toilettentisch. Lassen Sie uns nicht länger warten. Unser alter Bekannter im Kilt kutschierte uns ins Hotel zurück. Während der Fahrt sprach Holmes kein Wort, spielte gedankenversunken mit dem Sonnenschirm. Und als wir bei Sonnenaufgang unsere Herberge erreichten, hatte er mich immer noch nicht in seine Pläne eingeweiht. Während unser Kutscher umkehrte, blickte Holmes nachdenklich und immer noch wortlos zu den Fenstern des Hotels hinauf, hinter denen die Gemächer von Mr. und Mrs. Ashdown lagen. Schließlich gingen wir durch das noch völlig leere Hotel zu seinem Zimmer hinauf. Mit zufriedenem Laut honorierte mein Freund die Tatsache, dass die Tür von außen immer noch verschlossen war. Die Vorhänge waren nicht zugezogen und in das Zimmer fiel genügend Licht herein, um uns die Frau zu zeigen, die als Madame Valadon in unser Leben getreten war und die in einem rosa Negligé mit Marabou-Federn ausgestreckt auf dem Bett lag. Ihr Anblick war eher der eines unschuldigen Kindes als der einer Spionin im Dienste des deutschen Kaisers. In meinem Inneren kämpften meine Zuneigung zu ihr als Frau und die Verachtung für eine Feindin unseres Vaterlandes miteinander. Daraus resultierte Schwermut, Widerwille und der Wunsch, endlich in den trauten Frieden der Baker Street zurückzukehren. Holmes betrachtete die Spionin eine Weile. Dann schritt er hinaus auf den kleinen Balkon, wo etwas seine Aufmerksamkeit zu fesseln schien. Ich folgte ihm, doch mein Freund schob mich rasch zurück. Trotzdem bemerkte ich am Seeufer die 7 Trappistenmönche, deren dunkle Silhouetten sich gespenstisch gegen das in der Morgensonne glitzernde Wasser abhoben und die das Hotel zu beobachten schienen. Jetzt nahm Holmes den Sonnenschirm und schwang ihn hin und her, wobei er mit der Spitze an einen metallenen Lampenschirm stieß. Das scheppernde Geräusch weckte unsere Begleiterin auf, die geschmeidig aus dem Bett sprang und uns anlächelte. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich Sie erschreckt haben sollte. Da Sie aber wach sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir das Wort Castle in die deutsche Sprache übersetzen würden. Es heißt doch Schloss, nicht wahr? Ich glaube, ja. Und wie würde man in der deutschen Sprache under the castle ausdrücken? Unter die Schloss? Oder unter das Schloss? Ich kann es Ihnen leider nicht sagen, Mr. Holmes. Meine Deutschkenntnisse sind sehr gering. Sehr bedauerlich. Ihre Freunde, die Herren Trappisten, stehen sich da unten nämlich die Beine in den Bauch. Sie warten auf Ihre Nachrichten. Und die Morgenluft ist recht kühl. Wir sollten Sie nicht länger auf die Folter spannen, Fräulein von Hoffmannsthal. Unter dem Schloss. Ich danke Ihnen. Holmes hielt den Sonnenschirm in die Luft. Die perfekte Nachrichtenübermittlung. Noch etwas feucht nach dem Bad im See. Doch der Mechanismus scheint noch zu arbeiten. Er überreichte ihr den Sonnenschirm. Teilen Sie Ihren Freunden doch persönlich mit, wo das Tauchboot zu finden ist. Sie rührte sich nicht. Nun gut, dann werde ich das erledigen müssen. Ich will hoffen, dass mir die Morsezeichen noch in ausreichendem Maße im Gedächtnis geblieben sind. Holmes trat ans Fenster und hielt das Schirmchen so hinaus, dass er selber nicht gesehen wurde. Und dann öffnete und schloss er es in jener Weise, wie ich es bei unserer Spionin häufig beobachtet und als Ausdruck ihrer Nervosität gewertet hatte. Während Ilse von Hoffmannsthal mit bemerkenswerter Gelassenheit den Vorgängen folgte, spähte ich vorsichtig durch einen Vorhangspalt hinaus und sah, wie sich die Mönche eilig auf den Weg zum Urquhart Castle machten.
Und nun zu uns. Ihren Anteil an der Mission dürfen Sie als erledigt ansehen. Den Rest werden die 7 geistlichen Herren besorgen. Sie haben diese Kerle ins Schloss geschickt. Sie werden... in eine Falle laufen. Und sie werden dort auf äußerst geringen Widerstand stoßen. Einzig ein Fläschchen Chloroform wird genügen, um die Wachmannschaft auszuschalten. Soll das heißen, dass Sie ihnen die Luftpumpe in die Hände spielen? Mehr noch. Sie dürfen das ganze Tauchboot mitnehmen. Die Maschinen werden laufen und alles wird startbereit sein. Ich liege mit meiner Vermutung sicher nicht falsch, dass es sich um ausgebildete Seeleute handelt. Und ich bin darüber informiert, dass vor der schottischen Küste ein deutsches Schlachtschiff liegt, um ein Treffen mit den Heiligen Brüdern zu arrangieren. Und nun, James, oder besser mein lieber Watson, da sich Mr. und Mrs. Ashton nunmehr zur Scheidung entschlossen und somit auf einen Kammerdiener verzichten können, schlage ich vor, dass Sie eiligst Ihre Sachen packen und sich hier mit mir in etwa einer Stunde wieder treffen. Nun reicht es aber, Holmes. Was wird hier gespielt? Ich verlange eine Erklärung. Mein lieber Watson, beruhigen Sie sich doch. In einer Stunde erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen. In der Zwischenzeit empfehle ich Fräulein von Hoffmannsthal ebenfalls, die Koffer zu packen. Mein verehrter Herr Bruder wird bald hier sein, um Sie in Gewahrsam zu nehmen. Ihr Bruder? Sie wurden einander zwar noch nicht vorgestellt, er ist aber bestens über Sie informiert. Als Mitglied des Diogenes-Clubs, über den Ihre Hintermänner Sie sicherlich informiert haben. Ihr Geheimdienst? Der Kopf unseres Geheimdienstes, um es präzise zu formulieren. Resigniert nahm sie ihre Reisetasche und begann, ihre Sachen hineinzupacken. Und Sie? Ich habe Sie doch keinen Augenblick lang täuschen können, oder? Sie haben mich doch sofort durchschaut. Und Sie sicherlich auch, Dr. Watson. Aber nicht doch. Mein Freund durchschaute Sie nicht so schnell, wie Sie denken. Seltsam. Sie müssen wissen, dass ich mich selbst für diese Aufgabe beworben habe. Ursprünglich sollte ich in Japan eingesetzt werden. Als jedoch Ihr Name fiel, da reizte es mich ungeheuerlich, mich mit Ihrem Genie zu messen. Ich bedauere Ihnen, die Aufgabe nicht schwerer gemacht zu haben. Von solchen Schlappen können wir uns alle nicht freisprechen. Auch wenn es Dr. Watson in sträflicher Weise versäumt, über meine Fehlschläge zu berichten. Dann deutete er mir mit einer knappen Handbewegung, mich endlich an das Packen meiner Koffer zu machen. Und ich leistete ihm rasch Folge. Nach weniger als einer Stunde gesellte ich mich wieder zu ihnen. Holmes stand auf dem Balkon, das Fernrohr auf den Loch Ness gerichtet. »Holmes«, flüsterte ich meinen Freund zu, damit die Spionin, die im Zimmer vor dem Spiegel mit seltsamen Lächeln ihr Haar ordnete, nichts hörte. »Was ist mit der offenen Tür? Wird sie nicht fliehen?« »Davon gehe ich nicht aus.« »Und was suchen Sie auf dem See?« Er überreichte mir das Fernrohr. Unschwer erkannte ich in der mir gewiesenen Richtung den Turm von Urquhart Castle, dessen Gerüst sich wieder einmal in den Himmel hob. Was für ein Teufelsnamen hat dies zu bedeuten? Haben die als Mönche verkleideten Deutschen etwa das Tauchboot in ihrer Gewalt? Sie sagen es. Die Herren nehmen gerade Kurs aufs offene Meer. Mit unserem Tauchboot? Holmes, ich bin empört. Fassen Sie sich, mein lieber Watson, und beobachten Sie weiter. Zögernd hob ich das Fernrohr wieder an das Auge. Auch unsere Spionin gesellte sich zu uns. Das Tauchboot glitt hinaus auf den See. Plötzlich ertönte eine ohrenbetäubende Detonation. Wassermassen schossen bis zum Himmel empor und klatschten auf den See zurück. Ein brodelnder Strudel wirbelte dort, wo das Tauchboot Sekunden zuvor noch unter der Wasseroberfläche des Loch Ness gefahren war. Nur langsam beruhigte sich das aufgepeitschte Wasser. Dann schwammen nur noch einige Gegenstände auf dem See. Ich senkte das Fernrohr und sah Holmes vorwurfsvoll an. Wann machen Sie endlich Schluss mit Ihrer Geheimniskrämerei? Dies war das Ende von Ihrer Majestät Chef Jonas. Vermutlich befand sich eine Bombe mit einem Zeitzünder an Bord. Unsere Trappisten werden sich auf dem Weg zur Ewigkeit augenblicklich wohl auf dem Grund des Sees aufhalten. Ein lautes Klopfen erklang von der Tür und Mycroft Holmes trat ein. Er rieb sich zufrieden die Hände. Haben Sie das gesehen? Sherlock, das war einfach großartig. Bist du nicht auch meiner Ansicht? Und Sie sind Fräulein von Hoffmannsthal, wenn ich nicht irre. Mr. Mycroft Holmes, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Wenn mir etwas bei den Preußen Bewunderung abnötigt, dann ist es Ihre Pünktlichkeit. Wenn mir etwas bei den Engländern keine Bewunderung abnötigt, dann ist es das Klima. Ich hörte, dass Ihre Gefängnisse außerordentlich feucht sein sollen. Das kann ich leider nicht leugnen.
Sie werden jedoch mit ihnen keine Bekanntschaft machen, denn sie kehren nach Deutschland zurück, im Austausch für einen unserer Agenten. Ich danke Ihnen. Nicht mir. Meinem Bruder müssen Sie danken. Ich halte es angesichts Ihrer Intelligenz immer noch für ein außergewöhnlich schlechtes Geschäft. Dann rief Mycroft einen Herrn ins Zimmer, der Ilse von Hoffmannsthals Reisetasche in die Hand nahm, und zu dritt verließen sie uns. Holmes, dürfte ich jetzt die Einzelheiten erfahren? Was bleibt noch zu sagen? Sie haben doch alles miterlebt. Ich als Verfasser Ihrer Biografie... Oh nein, ich glaube nicht, dass es Ihr Recht wäre, wenn diese Geschichte in der Öffentlichkeit breitgetreten würde. Aber die hat ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Die Gefühle einer deutschen Spionin sind da unerheblich. Ich rede nicht von Ilse von Hoffmannsthal, sondern von der Königin von England. Ach so. Ich folgte meinem Freund hinaus auf den Balkon und sah eine Kutsche, die gerade abfuhr. Mein Blick fiel auf Ilse von Hoffmannsthal, die wieder das Schirmchen in der Hand öffnete und schloss. Was sagt sie? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Diese Frau hat Nerven. Der Winter war in jenem Jahr rasch hereingebrochen. Die Bäume im Regent's Park warfen über Nacht ihr buntes Blätterkleid ab und bogen ihre kahlen Äste im beißenden Wind. Die Baker Street lag unter einer dichten Schneedecke. Seit unserem Abenteuer am Loch Ness war bereits mehr als ein halbes Jahr vergangen. In der vertrauten Umgebung der Baker Street harrten wir der neuen Fälle und folgten unseren gewohnten Tagesabläufen. Eines Morgens erreichte uns ein Schreiben des Diogenes-Clubs. Ob Mycroft sie wohl als neues Mitglied vorgeschlagen hat? Ich beobachtete meinen Freund, wie er das Geschriebene überflog, unvermittelt aufstand, den Brief wortlos auf dem Tisch ablegte und zum Fenster ging, um schweigend hinaus in das Schneetreiben zu blicken. Ich konnte meine Neugier nicht bezähmen, nahm den Brief auf und las. Lieber Sherlock, wie ich soeben von zuverlässigen Informanten in Tokio unterrichtet wurde, ist Ilse von Hoffmannsthal von der Spionageabwehr des japanischen Kaiserreichs wegen ihres Interesses für die Werften der Kriegsmarine im Hafen von Yokohama verhaftet worden. Im Anschluss an eine Gerichtsverhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde sie standrechtlich erschossen. In Japan arbeitete sie unter dem Decknamen Mrs. Ashdown.